Huh? What? So, liebes Publikum, liebe Gäste, liebe Medienschaffende, ich freue mich, Sie heute Abend hier in Wetzikon dürfen zu begrüßen, aber natürlich auch alle Zuschauer daheim, die per Livestream zuschauen, auch die begrüßen wir ganz herzlich. Mein Name ist Robi Blarer, ich bin Sprecher vom Aktionsbündnis Aargau Zürich und ich freue mich, Sie durch den Abend begleiten zu dürfen. Vorab zwei, drei organisatorische Sachen vom Zeitablauf her. Wir sind jetzt 5 Minuten hinten drin, aber wir haben gesagt, etwa bis um 8:30 werden wir hier auf dem Podium Diskussion haben. Dann gibt es eine kurze Pause zum Lüften. Und nachher werden wir eine Diskussion haben, wo wir das Publikum auch mit einbeziehen, Publikumsfragen, die können gestellt werden können, mit den Leuten natürlich da oben, die auf dem Podium sitzen, etwa bis um 9:30. Nach der Veranstaltung dürfen Sie gerne draußen im Freien mit den Diskussionsteilnehmern noch reden. Und zu der Einhaltung der BAG-Regeln haben Sie alle auf Ihrem Stuhl haben Sie einen Zettel. Wir bitten Sie, sich dort einzutragen und den dann beim Verlauf vom Saal die hinten in den Kasten hineinzurühren. Falls Medienschaffende im Raum sind, außer dem Zürcher Oberländer, der sich schon angemeldet hat, bitten wir, die auch sich kurz erkenntlich zu zeigen. Und wir hoffen natürlich auf eine faire Berichterstattung zu dem Anlass. Am 13. Juni hat das Volk am Covid-19-Gesetz in seiner ursprünglichen Fassung, weil es vorwiegend um Finanzen beinhaltet hat, zugestimmt. Die meisten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ist aber zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar gewesen, dass der Text im Abstimmungsbüchli nicht dem entspricht, über das, was sie abstimmen. Für all die, die die SRF-Arena zum Covid-19-Gesetz geschaut haben, mögen sich vielleicht an den Moment erinnern, wo Michael Bubendorf am Bundesrat auf den Artikel 1a angesprochen hat und der Herr Berset geantwortet hat, wo sehen Sie hier den Artikel 1a? Womit er im Grund nicht Unrecht hat, weil der Artikel 1a ist im Abstimmungsbüchli effektiv nicht enthalten gewesen, so wie andere auch. Die Ergänzungen vom 19. März 2021 handeln nicht von Finanzhilfe, sondern sie regeln Aspekte im Zusammenleben in unserer Gesellschaft und um unsere Gesundheit. Sie geben dem Bundesrat mehr Kompetenz, vereinfachen Zulassungen von Medikamenten, ermöglichen ein umfassendes digitales Contact Tracing und sie regeln den Impftest und Genesungsnachweis und das sogenannte Covid-Zertifikat sowie Quarantäneauflagen. Unsere Verfassung sieht vor, dass gegen jede Gesetzesänderung ein neues Referendum ergriffen werden kann, weshalb Freunde von der Verfassung mit ihren Partnerorganisationen und die junge SVP auf die Straße gegangen sind und Unterschriften gesammelt haben. In Rekordzeiten sind über 187'000 Unterschriften zusammengekommen. Die Hürde von 50'000 Unterschriften hat man weit übertroffen und das ist das 5. beste Resultat von einem Referendum in der Geschichte von dem Schweizer Volksrecht. Am 28. November wird das Volk über die nachträglichen Änderungen im Covid-Gesetz abstimmen. Die finanziellen Aspekte von der ursprünglichen Fassung bleiben unberührt, weil die vom Volk angenommen sind. Es geht in der zweiten Abstimmung explizit um Annahme oder Ablehnung von der Verschärfung der Massnahmen. Ob die Gesetzesartikel Sinn machen oder nicht, ob die Einschränkung zu wenig weit geht oder zu weit, über das möchten wir mit Ihnen heute Abend und mit unseren Gästen auf dem Podium diskutieren. Bevor ich unsere heutigen Teilnehmer vorstelle, möchte ich Ihnen das Ziel dieser Podiumsdiskussion auch näher bringen. Es geht nicht darum, dass am Ende jemand als Gewinner oder Verlierer den Saal verlässt. Es geht darum, dass jeder seine Meinung, seine Gründe und seine Argumente kann zeigen und Zuhörer, die da drin sind, Informationen bekommen für ihre eigene Meinungsbildung und die mit können auf den Weg nehmen. Bitte tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass die Meinungsfreiheit den notwendigen Raum bekommt. Und lassen Sie unsere Gäste ausreden, auch wenn sie konträrer Meinung sind. Wenn nötig, werden wir die Meinungsfreiheit heute Abend entschieden durchsetzen. Als Befürworter für die Ergänzung vom Covid-19-Gesetz begrüße ich Biggi Obrist, Gemeinderätin hier in Wetzikon für die Alternative Wetzikon, den Christian Labhardt, Primarschullehrer, ehemaliger Primarschullehrer, selbstverwalteter Biobauer und seit über 20 Jahren freier Filmemacher, Regisseur und Produzent. Und gegen die Verschärfung des Gesetzes darf ich in unserer heutigen Runde zwei aktive Unterstützer vom Referendum begrüßen. Das ist der David Drachsel, Präsident der jungen SVP, Treuhänder von Basel und der Josef Ender, Unternehmer im IT-Bereich und Sprecher
vom Aktionsbündnis Urkantone. Als Moderator haben wir Martin Boos, ausgebildeter Sozialpädagog, Mediator und Konfliktberater hier aus Wetzikon gewinnen können, der sich von seinem Job her gewohnt ist, Gespräche wieder in Gang zu bringen und klare Rahmenbedingungen für ein Gespräch zu bilden. Ich denke, ich habe genug geredet. Ich übergebe das Wort gerne dir, Martin, und ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Abend. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte gerne noch ein paar Worte zu mir selber sagen, bevor ich dann unseren Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern kurz das Wort gebe, zum sich selber noch vorstellen. Ich bin 1977 in Deutschland geboren, bin seit 1999 in der Schweiz, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ich mache zum ersten Mal so eine Moderation auf einem Podium, deswegen bin ich ein bisschen nervös und aufgeregt, aber ich denke, zusammen kommt das gut. Ich bin eingebürgert, eben Sozialpädagog und Mediator. Wie komme ich daher? Im Frühjahr 2020 habe ich widersprüchliche Informationen in den Medien gesehen, für mein Empfinden zum Covid-19-Gesetz. Das hat bei mir zur Frage geführt. Seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema. Ich erlebe, dass es kaum einen öffentlichen Diskurs gibt über die verschiedenen Sichtweisen und Ansichten. Und deshalb habe ich ja gesagt, wo Margret Widmer mich gefragt hat, ob ich da auf dem Podium die Moderation würde leiten, weil das für mich ein großes Interesse ist, dass da ein Austausch stattfindet. Ja, dann würde ich gern dir, Biggi Obrisch, das Wort geben. Danke vielmals. Auch für die Vorstellung deinerseits, Messi. Ja, viel muss ich wahrscheinlich gar nicht sagen zu mir. Ich bin da Gemeinderätin in Wetzikon für die Alternativen seit 7 Jahren. Ich glaube, was jetzt vorher so gesagt worden ist, was man sucht mit dem Gespräch oder mit dem Podium, ist letztlich auch etwas, was mich bewegt, seit das Corona existiert. Ich glaube, wir leben alle in einer Zeit, die ungewiss ist. Wir wissen nicht so genau, was ist. Wahrscheinlich führt das dazu, dass die einen oder anderen Pol, je nachdem, auf deren Seite eine Verhärtung von der Diskussion stattfindet, dass man Leitlinien sucht, dass man gerne einfach Fakten haben, wo man sich daran heben kann, bis hin zu Verschwörungstheorien. Und wahrscheinlich ist es einfach so, dass wir die nicht haben in dieser Zeit, wo wir nicht alle noch nicht alles wissen über das Covid. Wir wissen nicht, wie lange geht das noch. Wir haben das Gefühl gehabt, im letzten Sommer schon, es ist jetzt dann vorbei, jetzt haben wir den zweiten Sommer, die nächste Welle kommt oder auch nicht, das ist ja dann eben wieder bestritten. Und ich glaube, in dem Sinne sind wir einfach alle miteinander immer wieder gefordert, zu Haltungen kommen, was uns möglich macht, jetzt beispielsweise zu dem Gesetz können Ja oder Nein zu sagen. Und da bin ich gerne bereit, da auch meinen Teil dazu beizutragen. Es war lustig, es hat dann Leute gegeben, die mich gefragt haben, auf welcher Seite bist denn du überhaupt, als ich den Flyer zu dem Podium verschickt habe. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen halt auch meinen Umgang mit dem Thema, dass ich nicht einfach schwarz oder weiß sehe, sondern versuche, auch in diesen Grauschattierungen mich zurechtzufinden. Nichtsdestotrotz habe ich sehr eine klare Haltung, was das Covid anbelangt. Es ist eine Krankheit, wir haben das Problem. Und mit dem müssen wir umgehen und dem müssen wir uns stellen. Herzlichen Dank. Dann würde ich gerne dir, Christian Labhardt, das Wort. Ja, ich heiße Christian Labhardt, bin im 53 geboren in Zürich. Als ich 15 war, bin, ist es 68 losgegangen. Ich bin dort gerade noch in den Tanzkurs gegangen. So Kaiser hat man dort so Tango gelernt und so. Und danach bin ich rausgekommen und habe die Studenten gesehen auf der Gebrock in Zürich und habe gefunden, super, wow. Ich habe die bewundert. Ich bin aber noch ein bisschen jung mit 15. Und dann bin ich Lehrer geworden, habe im Kreis 5 im Arbeiterquartier Schule gegeben in Zürich. Und im 80, das war nochmal eine ganz wichtige Jugendbewegung, bin ich dann wirklich dabei gewesen und auf der Straße und überall und habe irgendwie den Geist von der Revolte dort ganz stark mitgenommen. Dann sind wir ausgestiegen, ein paar Leute, und haben gebaut zusammen. Wir haben einen Bauernhof von 15 Hektaren,
haben dort Kühe und Soi und Hühner und haben biologisch gebaut. Und das Motiv war eigentlich so eine Art wie Aussteigen und es, wie soll ich sagen, das Leben, das wir immer von dem geschwärmt haben, von dieser Utopie, dass man das könnte dort realisieren, ohne Chef, selbstverwaltet, Frauen haben Herdöpfelsäcke geschleckt, wie die Männer auch, oder? Und das ist dann 6 Jahre gegangen und nachher habe ich wieder angefangen, Schule zu geben. Und irgendwann habe ich meinen ersten Film gemacht über den Krieg in Kosovo. Das war ja im Jahr 2000. Und seitdem habe ich eigentlich immer mehr Filme gemacht, etwa 15 Stück Dokumentarfilme. Also ich verstehe mich auch ein bisschen als Journalist. Das wäre so ein bisschen zu meiner Person. Möchtest du gerade noch etwas zur Position in Bezug auf diese Covid-Diskussion? Ja, das kommt ja dann noch, nehme ich an. Also ich bin einfach für das Covid-Gesetz und ich bin für den Bundesrat Alain Berset, oder? Das habe ich noch nie. Ich bin noch nie für den Bundesrat in meinem Leben. Und jetzt plötzlich bin ich für den Bundesrat und ja, es ist so. Okay, danke. David Trachsel, darf ich dir das Wort geben? Ja, es gibt nichts, was nicht geht. David Trachsel, ich bin 26 Jahre jung. Ich bin, als ich gewählt worden bin als Präsident, ist das noch ein bisschen näher. Als ich gewählt worden bin als Präsident von der jungen SVP, ist das etwa an dem Tag gesehen, wo es dann so richtig losgegangen ist mit Covid. Also ich habe gar keine andere Wahl gehabt. Ich habe mich um das müssen kümmern irgendwie, politisch. Ich habe zu denen gehört, die am Anfang auch noch zu den Massnahmenfanatikern gehört hat und gesagt hat, jetzt voll geschützen mit radikalen Massnahmen. Aber dann, Gott sei Dank, würde ich sagen, für mich persönlich, dann doch gleich dafür für mich erkennen, dass es wohl andersrum richtig ist. Und jetzt das Highlight, das wir haben dafür vier innerhalb von der SVP, ist jetzt die Parolenfassung zu dieser Abstimmung. Die Delegierten von der SVP haben mit 181 zu 23 Stimmen ganz eindeutig Nein-Parolen gefasst zum Covid-Gesetz. Das ist noch recht erstaunlich in Anbetracht dessen, dass am 13. Juni die SVP noch eine Stimmfrage oben empfohlen hatte. Und es hat doch recht wichtige Leute gehabt, selbst jetzt noch innerhalb von der SVP, die da durchaus noch kritisch gewesen sind. Aber die Parole ist jetzt klar und jetzt können wir als Partei wirklich Gas geben. Das stärkt mir auch ein bisschen Druck, das freut mich sehr. Und ja, jetzt freue ich mich auf den Abstimmungskampf, so der erste große, seit ich politisch tätig bin. Danke. Dann dir, Josef Enders. Ender. Ja, ich bin der Sprecher vom Aktionsbündnis Urkantone. Das Bündnis gibt es noch nicht einmal ein Jahr. Wir haben gleich schon ein paar Sachen erreicht. Ganz kleine Korrektur zum Referendum, das vorher vorgestellt worden ist. Also zuerst hat das Netzwerk-Impfentscheid-Referendum ergriffen, jetzt gegen die Verschärfung des Covid-19-Gesetz, noch das Aktionsbündnis Urkantone und am Schluss noch die Freunde der Verfassung. Und die junge SVP hat unterstützt, aber nicht selber das Referendum ergriffen. Also wir sind natürlich sehr dankbar für die Unterstützung. Also, es wird etwa die falsch eigentlich brummen in der Presse. Das ist so eine kleine Korrektur. Ja, wie ist mein Hintergrund? Das letzte, also am 20. am Anfang, wo das losgegangen ist, um das Covid-19, habe ich irgendwann nicht gedacht, ich muss mich mal erst informieren. Ich bin eigentlich sehr schnell auf verschiedene Mediziner gestoßen, wie der Wolfgang Wodarg, wo eigentlich klar gesagt haben, jawohl, das Coronavirus, das gibt es schon seit Jahrzehnten nachweislich. Viren mutieren immer, das ist nichts Spezielles, was da passiert. Das greift jetzt ein bisschen mehr die Atemwege an. Jawohl, es gibt schwere Fälle, aber das ist nicht eine Seuche, die uns ausrottet. Das ist eigentlich etwas ganz Normales. Und es war dann für mich unbegreiflich gewesen, wie da weltweit Politik reagiert hat und endgültig den Nucki rausgejagt hat, wo der Bundesrat ohne irgendeinen Grund anzugeben den Lockdown verlängert hat. Ich bin am 9. Mai das erste Mal in meinem Leben an einer Demo auf Bern, am 16. Mai zum zweiten Mal und dort dann schon eine Anzeige bekommen, ein massives Polizeiaufgebot gewesen, das wirklich also, sehr erdrückend war. Und ja, am 9. Mai sind etwa 1000 Leute vor dem Bundesplatz gewesen. Der Bundesplatz war abgesperrt gewesen.
Und die Presse hat dann geschrieben 200 und es ist so weitergegangen. Die Presse hat permanent immer das abgespielt, was die Bewegung angeht. Und schlussendlich sind uns die Demos verboten worden. Das haben die vielleicht auch mitbekommen. Altdorf ist verboten worden, Rapperswil, Aarau. Also die freie Meinungsäußerung wird da komplett missachtet. Und ja, wir stehen ein für freie Meinungsäußerung, für unsere Grundrechte. Ich finde es Wahnsinn, dass wir heute für unsere Verfassungsrechte auf die Strasse in der Schweiz. Das war unvorstellbar für mich früher. Und darum setze ich mich ein mit dem Aktionsbündnis, dass wir wieder ja, unsere Grundrechte wieder wahrhaben können. Ja, ich möchte nur schnell auf die Sprünge helfen. Darf ich daran erinnern, dass zum Beispiel das Frauenstimmrecht erst seit 50 Jahren existiert und wir jahrzehntelang auf die Strasse haben müssen für unser Verfassungsrecht zu kämpfen? Gut, ich nehme das, den Ball gerade auf. Du hast jetzt schon direkt etwas dazu gesagt. Wir haben ja von den Änderungen, die jetzt nachträglich noch ins Gesetz aufgenommen worden sind, 4 ausgewählt. Das liegt bei Ihnen auf dem Stuhl in sehr kleinem Format aus. Sie können sich gern die Punkte anschauen. Und das ist gerade der erste Punkt, das angefügt worden ist, der besagte Artikel 1a, wo da in der Arena-Sendung Herr Berset gefragt worden ist, wo er nichts dazu gesagt hat. Der Zusatz heißt, der Bundesrat legt die Kriterien und Richtwerte für die Einschränkungen und Erleichterungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens fest. Du hast gesagt jetzt, das ist für dich total überraschend gewesen, wie das im Verlauf, quasi, was das für einen Verlauf genommen hat. Du hast selber Erfahrung, schon früher. Möchtest du noch etwas dazu sagen, wie du jetzt dass ich schätze, dass da jetzt diese Änderung noch nachträglich eingefügt worden ist in das Covid-19-Gesetz? Ich glaube, das ist einfach ein normaler politischer Prozess, der jetzt da stattfindet. Es knüpft an das Thema, dass wir in einer Zeit sind, wo wir nicht so genau wissen, wo wir unterwegs sind, dass da halt ständig immer wieder neue Themen, neue Herausforderungen kommen, dass man sich denen muss anpassen, dass man die muss aufgreifen. Das ist auch im Covid-19-Gesetz nicht anders schlussendlich. Verfassungsrecht, also ja, ich finde natürlich, dass das tatsächlich dramatisiert wird. Ich finde immer noch, solange ich keine gleichberechtigte Löhne oder Rente habe, finde ich irgendwie das ein bisschen an den Haaren herbeizogen. Erstaunlich finde ich auch, dass ausgerechnet die von anderen Leuten immer wahnsinnige dicke Haut einfordern. Die Ausländer beispielsweise sind ja nicht unbedingt jetzt das Lieblingspublikum von diesen Kritikern, dass ausgerechnet die jetzt wahnsinnig dünnhütig darauf reagieren, wenn sie mal eine kleine Einschränkung erleben. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, jederzeit, überall. In jeder Form hat man seine Meinung kundtun. Eine Diktatur, von einer Diktatur reden, ist völlig absurd bei uns in der Schweiz. Auch wenn jetzt tatsächlich Restriktionen mit dem Covid-19 verbunden sind. Die Restriktionen tun allen weh, das hat niemand gern. Aber die Frage ist, macht man aus dem ein Politikum oder, und einen Wahlkampf und freut sich, juhu, jetzt können wir endlich ein bisschen Rabatz machen. Oder geht man sachlich an die Fragestellungen an von dem Covid-19, an die Herausforderungen, die sich uns da einfach präsentieren? Jetzt habe ich gerade etwas zum Einhängen. Du hast die Ausländer-Thematik angesprochen, wo wir mit der jungen SVP jetzt das Wochenende ein bisschen aufgegriffen haben. Wir haben uns da ein bisschen vor die Albaner gestellt und gesagt, wir sollen mal aufhören, gegen die Community zu setzen. Und zwar was ist passiert? Es hat ein Albaner-Festival gegeben in Zürich mit etwa erwartet 10'000 Leuten. Und am gleichen Wochenende hat es etwa 20 andere Festivals gegeben von einer ähnlichen Grössenordnung. Alle haben Covid-Zertifikat gehabt. Alle 3G-Konzepte. Alle Festivals. Das von den Albaner hat man abgesagt. Haben nicht stattfinden. Und jetzt vielleicht Frage an dich. Ist das jetzt Rassismus oder ist der Beweis, dass das Covid-Zertifikat nicht funktioniert?
Als ich das gehört habe mit Albanen, habe ich auch gefunden, Scheiße. Also ich finde, das ist auch innerhalb von der Linken, wo ist das sehr umstritten. Also da gibt es wirklich auch Leute, die sagen, das geht nicht, dass man die einen so irgendwie. Aber ich meine, wie Bigi gesagt hat, du kannst einfach in so einer Situation, wo es so ein bisschen kritisch ist und es ist irgendwie schwierig und es ist ein bisschen gereizt, gibt es immer wieder so Sachen, oder? Also es war im Prinzip eine SP-Frau gewesen, oder? Jacqueline Fehr, wo quasi die Albaner-Veranstaltung abgesagt hat. Ich finde das, find das auch nicht gut. Oder? Also da sind wir jetzt miteinander. Super, dass die SVP für die Albaner ist. Ich meine, es hat mal vor 4 Jahren oder 10 haben wir mal ein Plakat gehabt. Weißt du, Kosovo-Albaner, Schlitzen, genau. Schweizer. Oder? Weißt du, was noch spannend ist? Du glaubst ja, dass die Albaner uns das nicht abkaufen, dass wir jetzt für sie kämpfen. Aber ich sag's dir, die Albaner kaufen es mir ab, weil sie wissen, dass es ehrlich ist. Du glaubst nicht, wie viele neue Instagram-Follower ich von der albanischen Community habe, wie das geshared worden ist. Ich finde es phänomenal, die grössten Schweizer Albaner-Influencer haben das alle geteilt. Genial, phänomenal, super Rückmeldungen. Ja, ich freue mich dann, wenn die Albaner auch unterstützen, wenn wir zum Beispiel über kommunale Stimmrechtsgeschichten diskutieren, auf der politischen Ebene. Also ich finde natürlich, dass ihr es auch ein bisschen instrumentalisiert. Bravo ist ein guter Tira, den ihr da machen könnt. Ich persönlich finde auch, es war eine überzogene Reaktion gewesen. Ob es jetzt ja, nötig ist. Ich kann das gar nicht beurteilen. Wir können es alle nicht wirklich beurteilen. Ich finde auch, es war eher eine überzogene Reaktion gewesen. Darf ich mir vielleicht mal zurück auf die Frage, die eigentlich gestellt worden ist, weil es ist um den Bundesrat gegangen. Was ich extrem staune, dass nach 1,5 Jahren sogenannte Pandemie immer noch die Leute sagen, wie du vorher, ja, wir wissen noch nicht. Also, das muss ich einfach sagen, Entschuldigung, wir haben alle Statistiken. Wir wissen, wie gefährlich das Virus ist. Wir wissen, es ist im Rahmen von einer mittelschweren Grippe. Das Risiko von unter 70-Jährigen ist etwa so gross, wie die tägliche Fahrt mit dem Auto zu der Arbeit. Das könnte sterben. Das wissen wir. Wir wissen genug. Was jetzt immer noch Leute sagen, wir wissen zu wenig, dass es stürmt. Also sind jetzt erst gerade neu stürmt. Das heisst für mich, die Leute haben sich halt schlecht informiert. Und das ist okay, das darf ich sagen, aber dann für mich, zurück zu der Frage, ist es einfach extrem verrückt, wenn man sagt, ja, ja, Mann, das ist der normale politische Prozess, dass sich der Bundesrat die alleinige Macht geben will. Das ist ein normaler Prozess für dich. Nein, für mich ist das eine Machtergreifung. Es ist überhaupt nicht nötig. Wir haben die Verfahren, der Bundesrat braucht nicht alle Macht, dass man allein entscheiden kann. Ich wüsste nicht, wieso. Oder vielleicht kannst du es durchlernen. Du, ich glaube, schlussendlich ist es immer ganz einfach, auf der Oppositionsseite zu hocken und zu motzen. Ihr müsst die Probleme nicht lösen. Ihr müsst auch keine Verantwortung übernehmen für eure Haltungen. Was sagst du? Er übernimmt die Verantwortung. Übernimmt der Bundesrat die Verantwortung? Ja, die Verantwortung. Natürlich ist er in der Verantwortung. Er muss jetzt die Gesetze lösen. Hat er das viel, viel weniger Lohn bekommen, wie die Leute, die jetzt nichts mehr verdienen? Nein, er trägt null Verantwortung. Entschuldigung. Er verdient genau gleich viel, egal was er für Entscheidungen fällt. Er muss sich nicht verantworten für Leute, die gestorben sind, weil sie nicht mehr in die Spitalgruppe haben. Ja, sterben ja gar keine Leute, sagst du, oder? Es gibt ja keine Ahnung. Es sterben die Leute, weil sie zum Beispiel nicht mehr trauen, in die Spital zu gehen. Ich weiss zum Beispiel von einem Mädchen, 2-jährigen Mädchen, der abgewiesen worden ist im Spital, im Lockdown. Das ist heute gehörlos. Es konnte behandelt werden. Sagt der Bundesrat jetzt zu diesen Eltern, Entschuldigung, Ja, sagst du zu den Entschuldigung? Wir reden vom Bundesrat. Ja, Moment kurz, dass die Mikrofon. Ja, genau, hast du abgestellt. Es stimmt wieder. Okay. Vicky? Ja, du, ich weiss gar nicht, was ich auf das sagen soll. Das ist die immer gleiche Masche, die ich da argumentiere. So kommen wir nicht in einen Dialog, oder? Ich glaube. Man ist einfach aufgefordert, einander zuzulassen und nicht möglichst in eine Konträrdiskussion hineinzugehen. Wenn euch das gefällt, ich kann mit dem nichts anfangen. Das ist nicht meine Art und Weise, an Probleme oder an Lösungen hinzugehen. Ich sage nochmal, es ist einfach, aus dem Sofa raus zu meckern und alles zu kritisieren, was jetzt da entschieden worden ist.
Selbstverständlich hat man als Politiker oder Politikerin Verantwortung, auch Jacqueline Fehr, die jetzt da vielleicht nicht richtig reagiert hat, die schläft wahrscheinlich nicht so gut. Und auch im Berset kann man vorstellen, oder auch der Gesamtbundesrat, die haben also mehrere schlaflose Nächte gehabt, da bin ich ziemlich überzogen davon. Und das hat auch mit Verantwortung zu tun, dass man muss anstehen und halt sich outen und Massnahmen ergreifen, vielleicht sogar contre-coeur, weil man halt einfach die Unsicherheiten hat. Und was ich zu der Unsicherheit noch will sagen, ist, dass genau heute ist ja ein Bericht rausgekommen, dass jetzt tatsächlich gefunden wird, was für die genetische Dispositionen beispielsweise zu schweren Verläufen führen. Das ist etwas, was man bis jetzt nicht gewusst hat. Das ist jetzt etwas, was kommt in dieser ganzen Forschung, die da ständig stattfindet, wo aus dem raus wieder neue Handlungsansätze unter Umständen möglich sind. Ich hoffe es zumindest. Das finde ich noch gut. Etwas Gutes, was du gesagt hast, anstehen, das mache ich dir zum Glück. Also ich finde das toll. Es ist leider so, wir haben ein halbes Jahr lang im Aktionsbündnis Politiker gesucht für eine Podiumsdiskussion. Es hat sich ein einziger während einem halben Jahr zur Verfügung gestellt. Aber es ist schade, es stehen die allermeisten nicht an. Also das Kompliment gern weitergehen. Wir sind sehr dankbar, dass ihr euch bereit erklärt habt. Du hast schon lange müssen warten. Ich habe übrigens organisiert, dass Block und Stift da liegt, dass wenn einem etwas brennt oder wenn man das Gefühl hat, ich vergiss, was ich an wollte sagen, man kann sich's notieren, bevor man platzt. David. Nein, ich platze schon nicht. Da ist immer die Diskussion, oder wie gefährlich ist es jetzt, sagt man, mittlere Grippe, schwere Grippe, Delta-Variante, gefährliche wie Alpha-Variante. Für mich ist das nicht die entscheidende Frage. Für mich ist die entscheidende Frage, wir haben den Gesetzesartikel 1a gehört, auf gut Deutsch heisst das, der Bundesrat kann machen, was er will. Noch ein bisschen zugespitzt können wir sagen, totale Macht für den Bundesrat. Und die Frage ist jetzt, ist der Bundesrat überhaupt in der Lage, mit diesen Massnahmen irgendetwas an der Situation zu verändern? Unabhängig davon, ob es jetzt ein bisschen gefährlich, mittelgefährlich oder sehr gefährlich ist. Und ich versuche heute ein paar Widersprüche aufzuzählen, um zu sehen, dass vieles von dem, was bisher gesagt wurde, ist, falsch war. Und dann kommen wir vielleicht auf den Rückschluss, dass auch das, was jetzt gesagt ist, wahrscheinlich wieder falsch sein wird. Auf jeden Fall, das Erste ist, es hat geheiss am Anfang, möglichst harte Massnahmen und möglichst scharfe Lockdown sind sehr zielbringend. Hat es am Anfang geheißen. Heute, sagen Politiker so ziemlich überall um mich herum, nein, der Lockdown ist das falsche Mittel. Ja, das ist wirklich falsch gewesen. Nein, der Lockdown bringt es nicht. Ist nicht richtig. Oder? Also mit dem hat es der Bundesrat sicher schon mal nicht in den Griff gekriegt. Hingegen hat er ganz einen Haufen Schaden angerichtet. Und jetzt wird ja geheißen, man versucht es jetzt weismachen. Jetzt haben wir den perfekten Massnahmen-Cocktail gefunden, um dieser Krise Meister zu werden. Aber schaut euch mal die jetzige Situation an. Wir haben jetzt im Sommer, ich muss mich jetzt leider auf Zahlen von ein, zwei Wochen zurückberufen, ich habe es jetzt nicht gerade tagesaktuell, aber wir haben jetzt in dieser Phase vom Sommer 8-mal mehr Fälle wie letzten Sommer zum gleichen Zeitpunkt. Letzten Sommer haben wir keine Impfung, wir haben kein Covid-Zertifikat, wir haben weniger Massnahmen gehabt. Und jetzt haben wir all die Massnahmen, wir haben 8-mal mehr Fälle. Man kann also nur zum Schluss kommen, dass die Massnahmen nutzlos sind. Der Bundesrat müsste einsehen, dass er mit seinem Aktivismus nur Schaden verursacht und keinen nachweislichen Nutzen ausweisen kann. Das Einzige, was garantiert ist, sind Milliardenschulden, kaputte Existenzen, Leute in Psychiatrie, Gesellschaftskrise, Bevölkerung wird aufeinander aufgehetzt, Schweizer gegen Ausländer, Ausländer gegen Schweizer, Junge gegen Alte gegen Junge, Geimpfte gegen Ungeimpfte. All die Probleme, die sind garantiert. Den Nutzen hat man bisher nie aufzeigen. Und darum müssen wir in so einer Situation sagen, hey, wir müssen zurück zur Normalität, wir brauchen pragmatischen Umgang. Jeder kennt das Risiko, das mit dieser Krankheit verbunden ist. Und jeder soll sein Weg selbstverantwortlich jetzt finden mit dem Virus. Wir haben keine andere Wahl als das. Weil der ganze Aktionismus jetzt hat keinen Nutzen gebracht, hingegen riesen Schaden angerichtet. Und so können wir nicht weitermachen. Danke.
Brenzgrad, so würde ich das aufnehmen. Das ist ja jetzt, wenn ich das so ein bisschen kurz zusammenfasse, der Bundesrat ist auch nicht schlauer und das rechtfertigt nicht, ihm mehr Macht zu geben. Und ich ist so ein bisschen kurz zusammengefasst, das Statement. Jetzt ist aus der Diskussion oder dem Austausch, wo wir hatten, für mich noch nicht ersichtlich gewesen, warum braucht es jetzt die Gesetzesänderung? Weil der Bundesrat hätte ja die Möglichkeit gehabt, seit Frühling 2020 die Maßnahmen zu ergreifen, wo er für notwendig befunden hat. Zeitlich befristet, oder? Aber er hätte das ja immer wieder können verlängern. Warum muss jetzt diese Gesetzesänderung inne, dass der Bundesrat die Kriterien und Richtwerte für Einschränkungen und Erleichterungen vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben festlegt, wo er ja bis jetzt gemacht hat, oder wenn er es für nötig befunden hätte. Er hat ja auch immer wieder das den Kantonen zurückgegeben, wenn er gemerkt hätte, die sind sich uneinig, es gibt Chaos, hätte er wieder übernommen. Warum muss das jetzt in dem Gesetz plötzlich... Ja. Also ich bin kein Jurist, aber es ist völlig klar, in einer Demokratie kann ein Bundesrat als Exekutive, wo übrigens zwei SVP drin hocken, gell, im Fall, David? Einfach zum Sagen. Bundesrat. Die stimmen aber insgesamt schon immer richtig. Sind nur halbe, okay. Sind sieben Leute in dem Bundesrat, oder? Und die haben für bestimmte beschränkte Zeit haben die, quasi Sondersachen beschlossen, oder? Und es ist eigentlich nichts als normal, dass in einer Demokratie, wo wirklich eine Demokratie ist, und das ist sie wahrscheinlich noch, würde ich jetzt sagen, also nein, sicher, dass dann das auch musst irgendwann umsetzen muss. Vom Parlament übrigens. Das Parlament hat das beschlossen, dass man jetzt das ins Gesetz aufnimmt. Also das ist eigentlich ein, für meine Begriff, ohne dass ich irgendein Spezialist bin, ist es ein normaler Vorgang, dass man nachdem, dass man es zuerst so irgendwie hat können alleine machen, muss man es nachher ins Gesetz bringen. Und dass nachher das Referendum kann ergriffen werden, ist auch wieder ein demokratisches Mittel, super Mittel, ein wichtiges Mittel, oder? Und ich beneide euch, dass er also 180'000 Unterschriften herbringen, die ich weiß nicht, zwei Monate oder was, das ist super. Oder drei Wochen, super. Wir haben Unterschriften gesammelt gegen Militär und gegen Flugzeuge und haben müssen kämpfen, dass wir die überhaupt hergebracht haben. Und für die Flüchtlinge übrigens haben wir auch schon Unterschriften gesammelt und so weiter. Und jetzt schaffen die es, das ist natürlich super eigentlich. Aber das, was ich verstanden habe, ist, es muss jetzt einfach in dem Gesetz rein, gewisse Sachen dürfen nicht längerfristig einfach irgendwie mit Sonderrecht passieren, sondern man muss es rein tun. Und das Parlament, das muss man auch wissen, also das Parlament hat, du weißt es vielleicht genauer, David, aber ich würde jetzt sagen, 3/4 zu 1/4, wahrscheinlich hat die SVP zum Teil dagegen gestimmt, das Covid-Gesetz, die Veränderung vom Covid-Gesetz ist durch das Parlament, oder? Hat eine klare, satte Mehrheit gehabt, etwa so eine Mehrheit wie die, die du vorher gesagt hast, bei der SVP-Parteitag etwa. Also von dort her finde ich es einen völlig normalen Vorgang und ich weiß nicht recht, das hat Biggie auch schon gesagt, ich weiß nicht recht, warum dass man so Panik macht und irgendwie von Diktatur. Also ich meine, du bist mal, ich weiß es, du bist mal, hast mal in der DDR gelebt, oder? Und ich meine, dort muss man dann eher von der Diktatur reden. Dort sind Leute in den Knast gekommen, die irgendwelche Meinung gesagt haben. Ich glaube nicht, dass der Urkantone Herr, wie heisst es? Dass du schon irgendwie wegen dem in den Knast kommst, wenn du irgendwelche Demos organisierst. Aber dass man von dem redet, das ist irgendwie so, es ist einfach Stimmungsmache. Es ist irgendwie, ich finde fast ein bisschen, es ist irgendwie ein bisschen kindisch. Also da vielleicht darauf antworten. Also es erstaunt mich, dass du jetzt von Panikmache redest von unserer Seite, weil Panikmache kommt ganz klar von den Regierungen und von der Presse in anderthalb Jahren. Da wird Panik und Angst und Schrecken geschürt. Es stimmt mich jetzt, dass du sagst, wir tun Panik schüren. Und doch, ich habe eine Anzeige von Lachen als Veranstalter von der Kundgebung zu lachen. Wir hätten die Veranstaltung mit 1200 Leuten auflösen, was nicht einmal Polizei schafft bei anderen Demo, hätte mir sollen das zweite als Veranstalter schaffen. Ich habe dort eine Anzeige und doch von Bern auch vom 16. Mai auch eine Anzeige mit angedroht 3 Tage Gefängnis. Habe ich.
Und den dritten habe ich auch noch. Aber nicht wegen deiner Meinungsäußerung, sondern weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast. Also, es gibt, also Demonstrationsrecht ist in dem Fall, Versammlungsrecht ist in dem Fall, gibt es es jetzt oder gibt es es nicht? Weil Ebiken, es gibt es jetzt halt im Moment mit Einschränkungen, was die Personenanzahl anbelangt. Das ist ja genau das Thema von Covid, dass man da, dass das jetzt halt eine Massnahme ist, ob man jetzt die gut findet oder nicht, ist nicht relevant. Es fragt mich doch auch kein Mensch, ob ich das gut finde mit 50 oder mit 30 durch die Stadt fahren. Wenn es eine Regel ist, dann hält man sich dran. Wenn man sich nicht dran hält, komme ich einen Bus über. Also, was ist euer Problem? Also, das heisst, ist gar nicht nachvollziehbar. Du findest es richtig, dass man das Versammlungsrecht einschränkt? Ja, wenn das, es, wenn das dazu führt, wenn man das nicht will machen, dazu führen will, dass man zu sogenannten Spreader Events kommt, dann ist das eine Vorsichtsmaßnahme, die man jetzt halt muss ergreifen, ob sie dann richtig ist oder in der Konsequenz durch all das verteidigt werden muss, das kann ich nicht sagen. Genauso wenig wie du am Schluss nicht kannst sagen, dass es total unnötig war. Und doch, das ist das, was ich einfach immer wieder sage. In dieser Unsicherheit bewegen wir uns einfach, dass wir immer wieder für uns persönlich entscheiden, finde ich das richtig oder finde ich das falsch? Und ich habe mich noch nie eingeschränkt gefühlt in dieser ganzen Covid-Zeit. Einfach nicht. Es gibt definitiv keine Ansteckung im Freien. Es gibt keine einzige nachgewiesene Ansteckung im Freien. Es ist definitiv komplett falsch. Ja, aber du bist ja auch nicht im Freien einschränken. Ja, aber ihr habt so eine Art zu sagen, wir sind die, die jetzt alles ganz genau wissen. Und ich bestreite das einfach. Ich bin einer, die sagen, du, ich weiss es auch nicht so genau. Ich glaube, es schadet nicht, vorsichtig zu sein in dieser Situation. Und wenn ihr das nicht wollt, ist das euer gutes Recht. Ihr könnt euch auch überall anstecken. Ich meine, zum Beispiel Familie Käser, Schwingerfamilien, oder? Die kennst du sicher höchstwahrscheinlich persönlich und hast schon jemanden mit denen irgendeinen Hosenlupf gemacht. Die sind letztens in den Medien gewesen und die reden heute garantiert anders, als sie geredet haben, bevor sie die Krankheit hatten. Und ich glaube, das ist verbrieft, oder? Die, was verwünscht und was schwer verwünscht, die leiden echt. Die sind erstens wahnsinnig krank und es hat zweitens viele Leute, die jetzt das Long-Covid haben. Und kein Mensch kann verantworten, dass Leute krank werden. Wie kannst du das mit gutem Gewissen sagen? Es interessiert mich nicht, ob jetzt da irgendjemand da massiv krank wird. Das kann man einfach nicht. Das ist die Verantwortung, die der Bundesrat hat. Das ist die Verantwortung, die man nicht hat, wenn man einfach auf der Oppositionsseite ist. Das ist eigentlich ganz eine einfache Rechnung, oder, die man da am Schluss muss machen muss. Was mich immer wieder erstaunt, ist, dass die Leute sagen, ich weiss es nicht, aber dann trotzdem ganz einen klaren Standpunkt einnehmen. Das erstaunt mich immer wieder. Also ich finde, du staunst extrem viel heute Abend. Ja. Fast jeden Satz an damit, dass du dich erstaunst. Das ist ja, auch das ist erlaubt, man darf staunen. Das ist ja schön, es hat eben so etwas Kindliches schlussendlich, auch, wie Christian ja auch angesprochen hat. Bitte, Entschuldigung. Wir auch. Bitte. Willst du, David? Ich habe gerne auf die Diskussion reagiert, die du angerissen hast mit, ja, es ist alles demokratisch gegangen und so. Weißt du was? Es stimmt. Es ist zwar ich habe es unverhältnismäßig gefunden, ja, die Gefahr ist nicht nur groß gewesen, als dass man da mit Notrecht und alles, aber es ist grundsätzlich auf dem richtigen demokratischen Weg gelaufen. Und jetzt hat tatsächlich sogar etwa die Hälfte von der SVP-Fraktion ja gesagt zu dem Covid-Gesetz. Warum? Da drinnen hat es einen Passus im Gesetz, was heisst, dass sobald alle impfwilligen Erwachsenen geimpft sind, Massnahmen aufgehoben werden. Das steht im Covid-Gesetz. Und jetzt haben wir dürfen feststellen, alle impfwilligen Erwachsenen sind geimpft und die Massnahmen sind immer noch da und anstatt Normalität nimmt es jetzt alles nochmal zu mit der Diskriminierung. Und darum hat es jetzt noch bei der SVP auch angefangen und gesagt, okay, der Bundesrat hat uns versäckelt, auf gut Deutsch gesagt. Und darum müssen wir jetzt die Übung abbrechen und darum müssen wir jetzt Nein-Parole ergreifen, um das zu beenden. Weil der Bundesrat ist offensichtlich nicht gewillt, seine Vollmachten abzugeben. Das ist ja auch menschlich. Also, fragen Sie mal einen Politiker, willst du viel Macht oder willst du lieber wenig Macht? Es gibt doch keinen Politiker, der sagt, ich will freiwillig wenig machen, wenn doch alle viel. Ist ja klar. Und wir haben auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg, ich sage es mal, eine vergleichbare Situation gehabt. Auch dort ist der Bundesrat in einem Vollmachtenregime gesehen und hat das nicht mehr abgeben.
Und auch damals hat es eine Volksabstimmung gebraucht, die knapp rausgekommen ist. Aber knapp hat man dann in dieser Volksabstimmung wieder zu der Normalität, zu dem üblichen demokratischen Prozess zurückgefunden. Und an dem Punkt sind wir jetzt auch, wo man sagt, es braucht das Volk, um die Notbremse zu ziehen und sagen, wir müssen es wieder zurück auf den Weg der Normalität finden. Genau. Ich glaube, also, was sicher verbrieft ist, dass das Notrecht eingesetzt worden ist, dass man es hat müssen legitimieren. Darum braucht es das Covid-Gesetz jetzt. Oder? Es geht darum, dass man all die Massnahmen muss legitimieren, die man ergriffen hat im Kontext von dem Notrecht. Dann haben wir noch das Epidemie-Gesetz, das viel mehr regelt und festhält, als das jetzt das Covid-Gesetz macht. Beispielsweise auch die ganzen Geschichten von der Impferei und Medikamentzulassung und so weiter. Das ist alles im Epidemie-Gesetz geregelt. Das steht nicht zur Diskussion. Da ist ja auch die SVP vor in ein paar Jahren, wo das zur Diskussion gestanden ist, zur Abstimmung gestanden ist, hat die SVP das also durch alle Böden vertreten. Dort sind viel mehr von den harten Massnahmen formuliert, wo wir jetzt davon betroffen sind. Oder nicht harte Massnahmen, sondern Massnahmen. Ich bin dort eher dagegen gewesen. Gerade weil man zum Beispiel den Impfzwang befürchtet hat, das war eines der grossen Themen gewesen, im Kontext von dem Epidemie gesetzt. Und es ist so, dass man das hier befürchtet hat. Man hat hier schon gesagt, Impfzwang in der Schweiz wird nie kommen. Er kommt auch jetzt nicht. Es gibt keinen Impfzwang. Und da kann man noch so anreden. Es ist immer noch freiwillig, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Schweiz eine der tiefsten Impfraten hat, rundum mit allen Nachbarn verglichen. Und hätte das Schweizer Volk sich mehr impfen lassen, hätten wir eine höhere Impfquote, hätten wir wahrscheinlich auch bessere Zahlen. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Oder ich verweise jetzt auf Dänemark. Und Dänemark hat sehr harte Massnahmen gehabt, hat die strikt durchgezogen. Die Leute haben sich impfen lassen, viel höher, 70%ige Quote. Und da ist das jetzt halt nicht so. Und sie können jetzt aufmachen und wir nicht. Also ich glaube, schlussendlich auch mit dem, auch die ganzen Fragen vom Zertifikat. Am Schluss behaupte ich, ist es ein Schuss hinten raus, wenn man das Covid-Gesetz ablehnt. Weil wir dann nicht aus der Krise rauskommen. Wir bleiben einfach hocken an dem Ort, wo wir sind. Und zurück zur Normalität gibt es in dem Sinn nicht, weil die Normalität wird es gar nie mehr geben. Unsere Welt hat sich verändert mit dieser Krise. Das ist so. Hätte Fahrradkette. Du hast gesagt, ja, eine bisschen höhere Impfquote, oder das ist jetzt das grosse Thema. Oder wenn man eine höhere Impfquote hätte und das Zertifikat an einem Restaurant genutzt wird, dann ist alles gut, dann sind wir aus der Krise raus. Oder? Das Wording ist das Gleiche. Die Massnahmen sind ein bisschen andere. Damals hat es geheißen, jetzt noch kurz Lockdown und dann sind wir raus. Jetzt heisst es, jetzt noch ein bisschen mehr Impfquote, dann sind wir raus. Dänemark stimmt. Die haben eine hohe Impfquote und die haben tatsächlich, sind sie jetzt ganz tief mit den Zahlen, sind gerade unten in der Welle. Israel ist genau das Gegenteil. Genauso hohe Impfquote, super hohe Zahlen. Also es ist, am Schluss musst du einfach zur Erkenntnis kommen, schau, nur weil 5% mehr Leute geimpft werden sind in der Schweiz, wird sich nicht fundamental etwas ändern. Es wird sich nicht fundamental etwas ändern. Du machst da Abstimmungskampf, oder? Du sagst, also du redest zum Publikum und du das Publikum überzeugen davon. Ich bin auf dieser Seite, dass ich sage, mir ist es eigentlich total egal, ob das Gesetz angenommen wird oder nicht. Das Leben geht so oder so weiter. Covid ist so oder so da. Ich habe kein Problem damit, müssen Zertifikat zu zeigen. Ich habe mein Zertifikat. Ich habe auch kein Problem damit, mich einzuschränken. Ich bin auf einer total privilegierten Seite in dieser Gesellschaft. Wir haben dazu eine müsst ihr euch einfach bewusst sein, das läuft nämlich jetzt schon, dass wenn die ganze Regelung mit dem Zertifikat nicht kommt, heisst das noch lange nicht, dass die Veranstalter nicht trotzdem zu dem Mittel greifen, weil die Veranstalter wollen nicht die sein, die am Schluss die grossen Spreader-Events machen. Kann es also sein, dass dann die Veranstalter selber zu dem Mittel greifen und unter Umständen viel krasser das durchziehen, weil sie es freiwillig machen und nicht aufgrund von einer Gesetzeslage. Also gehört in Berlin ein riesen Event, ein Festival, wo total strikte Regeln gehabt hat, wer dort rein darf und wer nicht. Und 90%, 95%, 100% von diesen Zehntausenden von Besuchern sind da gewesen, junge Leute, Freaks,
Techno-Szene, Goa-Szene. Und die haben das gemacht. Die haben nicht gelitten. Sie haben keinen psychischen Schaden davor getragen. Und ich glaube, das ist halt die Normalität, wo wir uns darauf anbewegen müssen, dass wir leben damit, dass man die Vorsichtsmassnahmen im Moment einfach befolgt oder ergreift. Ich bin völlig mit dir einig. Es soll freiwillig sein. Jeder soll das freiwillig dürfen entscheiden, ob er sich einschränken will. Aber es kann nicht sein, dass der Bundesrat allein über alle entscheidet. Wie schon vorher gesagt, unter 70 ist das Risiko statistisch erwiesen gleich gross wie die tägliche Fahrt zur Arbeit. Und das soll jeder selber entscheiden können, ob er sich wagen will, zur Arbeit zu fahren oder nicht. Das soll nicht der Bundesrat für mich entscheiden und für dich. Genau. Ich möchte gerne vielleicht kurz mich einschalten. Ich habe jetzt, wenn ich den Blick ein bisschen größer mache, das Gefühl gehabt, dass in dieser ganzen Pandemie-Geschichte der Bundesrat sehr besonnen reagiert hat. Wenn ich rausschaue auf die anderen Länder, Deutschland, Frankreich und so weiter, habe ich das Gefühl, dass der Bundesrat in der Schweiz versucht hat, einen ausgewogenen Weg zu gehen. Oder wir leben nicht in einer Insel. Und von meinem Erleben her hat er immer Empfehlungen ausgesprochen, oder? Zum Beispiel Maskenpflicht empfohlen. Und dann ist nach meiner Wahrnehmung in der Presse sind dann bestimmte Berichte gekommen. In der Presse ist Druck gemacht worden nach meinem Erleben auf dem Bundesrat. Und danach ist eine Entscheidung gekommen, Maskenpflicht im ÖV, nachher in den Geschäften. Der gleiche Prozess habe ich erlebt nachher beim Kontakttracing, oder? Deswegen ist das jetzt drin in dieser Gesetzesänderung. Und für mich steht jetzt quasi das Nächste, ist die Impfung an, oder? Wo empfohlen wird, sich impfen zu lassen. Und was ist, wenn man dann den Erwartungen nicht entspricht? Also offensichtlich ist ja die Einschätzung zum Teil in der Bevölkerung anders gewesen, wie, sage ich jetzt mal, vom Bundesrat, was zum Beispiel Maskenpflicht im ÖV betrifft. Bei der Empfehlung hat man kaum Leute mit Maske gesehen. Nachdem das Pflicht wurde nicht, haben Leute in der Regel Maske gehabt, oder? Das ist ja ein starker Eingriff. Und frage ich ja für mich jetzt, oder? Hat der Bundesrat wirklich die Möglichkeit, das selbstständig frei nach den Beratungen mit der Taskforce, wissenschaftliche Kriterien und so weiter zu entscheiden? Oder steht er dann auch unter Druck in Bezug auf Wiederwählbarkeit, Verantwortung, was ist, wenn er zu wenig macht, was hat das dann unter Umständen für Folgen und so weiter und muss da eigentlich immer ein bisschen schärfer fahren, als er eigentlich wird wollen, oder? Und das ist für mich so, wenn ich das jetzt so verfolgt habe, die große Frage. Ich habe schon mal gesagt, da werden im Bundesrat rechte Kämpfe ablaufen, oder? Also es sind 7 Leute, die relativ verschieden sind, oder? Dort wird wahrscheinlich gekehrt um ganz viele Sachen, oder? Und dort ist dann, wie du sagst, mal am Anfang hat man gefunden, ja, Masken wahrscheinlich, da hat der Koch noch kochselig, oder? Hat noch gesagt, irgendwie, nein, ist noch nicht so, aber er hat nichts mehr zu sagen. Dort hat er gesagt, irgendwie, Masken, das ist nicht so toll und bei den Kindern nützen nichts, genau, und die Kinder sind gar nicht, ja, und so weiter. Aber ich kann noch schnell etwas sagen, ganz wichtig für mich. Ich meine, man kann immer irgendetwas zitieren. Oder man kann auch von dem 2-jährigen Kind erzählen. Ich kann dir von anderen Leuten erzählen. Das ist einfach extrem schwierig in so einer Situation, dass man immer so Einzelsachen reinbringen und dann kann man eine Studie zitieren. Oder? Dann gibt es den Johannidis irgendwie und dann gibt es den Wodarg und den Bakti. Und ich finde einfach für mich persönlich, ich kann nicht alles nachprüfen, das kann ich nicht, ich habe keine Chance, sondern jetzt ist die Frage, verlasse ich mich auf einen Infektiologen, der seit 10 Jahren am Unispital Bern irgendwie arbeitet, oder in Basel gibt es einen, oder verlasse ich mich auf einen, der über einen Telegram-Kanal und Facebook irgendwie irgendetwas erzählt. Und da muss ich einfach sagen, rein nach menschlichem Ermessen, ich höre auf die Leute, wo jetzt kannst du sagen, Mainstream, Medien, weißt und so weiter, oder? Und ich höre einfach auf die Leute, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die sind einigermaßen kompetent. Und
ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, die Einzelbeispiele. Ich will noch schnell etwas sagen, auch so ein Einzelbeispiel. Ich weiß nicht, ich will einfach auch wissen von euch, findet ihr das dann auch? Es gibt eine Frau, Verkaufsleiterin. Ich sage zu ihr, lass mal, jetzt sind die Spitäler schon ziemlich voll. Auf der Intensivstation hat es viele Leute. Dann sagt sie mir, weißt du, die sind alle nur psychisch krank. Die sind auf die Intensivstation gekommen, weil sie von dem Staat und von dieser Diktatur und von dieser Missinformation eine mentale Blockade haben und sind jetzt drum in der Intensivstation. Jetzt hätte ich euch zwei Fragen. Findet ihr das Kabis oder findet ihr das okay? Und so findet man ganz viel, eben dieses zweijährige Mädchen, wo jetzt, das ist ja wahnsinnig tragisch, oder? Und als allerletztes, wenn ich Kopfweh habe, nehme ich ein Ibuprofen, ganz selten. Oder wenn ich mal irgendwie zu viel getrunken habe, oder? Und dann nehme ich so Aspirin, genau. Ich muss doch nicht, jetzt gehe ich doch nicht herausfinden, mit der, was alles für irgendwelche Beipackgeschichten in dem Ding sind, sondern ich nehme es einfach und ich habe nachher keinen Kopf mehr, Punkt. Und von dort her finde ich auch jetzt, beim Impfen, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber ich meine auch dort, es ist einfach irgendwie so, ich finde, es gibt so viele andere Probleme auf dieser Welt. Ich sage es euch. Ich meine Flüchtlinge, ich meine Krieg, ich meine das, was jetzt in Afghanistan läuft und so weiter. Und wir tun uns die Köpfe einschlagen, wegen irgendwie, ist echt jetzt das, die Impfung wirkt sie echt oder wirkt sie nicht und ist echt und so weiter, sind wir jetzt schon eine Diktatur oder nicht? Ja, nein, es ist wahr. Und ich finde, das ist einfach. Ich möchte jetzt noch schnell euch zwei Fragen über das Beispiel von dieser Frau, die sagt, es ist nur mental. Also meine Antwort wäre, ich habe nie Einzelfallbeispiel gebracht. Ja. Beide Seiten bringen es. Ja. Also, Massenmedien sagen, jetzt haben wir doch noch ein Kind gefunden, das an Corona gestorben ist. Halleluja. Und es gibt doch noch einen Jungen, der auch hospitalisiert worden ist. Und ja, und die andere Seite ja, kommen auch sehr abenteuerliche Geschichten, teilweise, das stimmt. Auf das würde ich nicht eingehen, das wäre meine Antwort zu dem. Aber zu dem Verfahren, ich finde das sehr wichtig, oder? Weil es wird immer gesagt, ja, der Bundesrat hat ja einen super Mittelweg gefunden. Oder? Und darum sollte man dem Bundesrat Vertrauen aussprechen und sollte man ja sagen zum Covid-Gesetz. Jetzt, warum hat der Bundesrat tatsächlich vernünftiger agiert wie das Ausland? Meine Analyse ist folgende. In der Schweiz haben wir ein direkt demokratisches System, wo dazu beiträgt, dass sich der Bundesrat immer bewusst sein muss, dass er sich irgendwann vor dem Volk muss verantworten muss. Wie jetzt. Politik weiss, irgendwann muss ich mich rechtfertigen vom Volk und ich muss dann irgendwie eine Mehrheit haben. Also ich kann nicht alles machen. Zudem haben in unserem System Wirtschaftsverbände, Interessensgemeinschaften einen viel höheren Stellenwert. Gastroswiss, der Gastroswiss-Präsident Casimir Platz, ist ein Halbgott jetzt in der Schweiz. So etwas gibt es in Deutschland nicht. Das interessiert einfach keinen. Oder? Und der sagt, hey, hört, ihr macht das Gastgewerbe mit dem Zertifikat. Oder? Und er ist voll in der Diskussion drin und die Leute sagen sich, ja, okay, jetzt haben wir auf der einen Seite Gesundheit, auf der anderen Seite das ganze Gastgewerbe macht, das geht ihnen ja auch wieder nicht. Also es ist unser direkt demokratisches System, der Einbezug von Verbänden, der viel stärker ist wie im Ausland und auch das Engagement, das muss ich jetzt wirklich sagen, von der grössten Partei der Schweiz, von der SVP, die immer bremst hat, und auch die Zivilgesellschaft, die sehr stark aufgekommen ist, sich massiv engagiert hat. Und ich komme zum Schluss, ich sage, jedes Volk kriegt ein bisschen so viele Massnahmen, wie es sich gefallen lässt. Und in der Schweiz sind wir halt einfach Freiheitsliebende. Wir haben eben die demokratische Prozesse, wir können den Bundesrat ausbremsen. Es werden andere Perspektiven von der Wirtschaft, von der Psychologie, von der Schulden eingebracht. Und darum haben wir in der Schweiz weniger starke Massnahmen und nicht aufgrund vom Bundesrat an und für sich. Also deine Aussage jetzt zusammengefasst, wäre aufgrund von der direkten Demokratie ist die Einflussnahme vom Volk vorhanden und aufgrund von dem muss der Bundesrat... Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich der Bundesrat von den Massenmedien vor sich hertreiben lässt. Also ich habe das Gefühl, er stellt in Aussicht, hey, es wäre doch gut, wenn wir Maskenpflicht machen und dann kommen die Medien und sagen, ja, Maskenpflicht, Maskenpflicht, Maskenpflicht. Und dann sagt er, ja, jetzt machen wir die Maskenpflicht. Ich habe das Gefühl, es funktioniert eher so. Aber das ist was wäre denn jetzt Folge, wenn das jetzt abgelehnt würde bei der nächsten Abstimmung?
jetzt die Änderungen, die nachträglich ins Covid-19-Gesetz eingefügt worden sind. Also, was man sicher nicht mehr hat, man hat das Covid-Zertifikat nicht mehr. Also, man darf die Ungeimpften nicht mehr diskriminieren. Man hat die Massenüberwachung mit dem Contact-Tracing nicht mehr. Und der Artikel mit der Bundesratsvollmacht war auch draussen. Jetzt könnte theoretisch der Bundesrat aufgrund des Epidemiegesetzes sagen, ja, machen trotzdem weiter mit den Vollmachten. Aber wenn das könnte er theoretisch machen. Praktisch, wenn der Bundesrat bei der Abstimmung Quittung bekommt und das Volk sagt, hey, wir wollen die Vollmacht nicht, wir wollen zurück zur Normalität, dann müsste der Bundesrat das respektieren und auch die besondere Lage zurückstufen und zurück zur Normalität gehen. Also das ist das, was der Bundesrat müsste machen. Wir können nicht alles im Epidemiegesetz ändern, oder wir haben jetzt direkt gar keinen Einfluss auf das Epidemiegesetz, aber über ein Nein beim Covid-Gesetz können wir ganz klar Signale an richtige Epidemiegesetz geben, hey, du die Vollmachten dort zurücknehmen und wir wollen zurück zur Normalität. Wir haben keine andere Möglichkeit, als uns so auszudrücken. Wäre das ein Problem? Oh, so. Ja, ich wollte eigentlich noch auf die Frage von dir eingehen. Entschuldigung. Ich gebe dir recht, es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, auf Einzelbeispiele einzugehen. Das erleben wir aber halt von den Massenmedien. Man weist auf jeden Einzelnen hin, der ist ganz fett auf vorne hier und schaut, dem geht es schlecht. Oder? Und das ist halt wahrscheinlich das, wo dann halt Kritiker von diesen Massnahmen auch mal darauf hinweisen, dass auch die Massnahmen sehr schädlich sind. Und darum kommen dann halt vielleicht zwei Einzelbeispiele, gebe ich dir recht, ist wahrscheinlich nicht unbedingt sinnvoll. Aber was auch noch gesagt hast, wegen den Wissenschaftlern, ich glaube, wir sind uns einig, die Wissenschaft ist sich auch nie einig, es braucht einen Dialog, es braucht einen Austausch, um irgendwo an der Wahrheit nachzukommen. Was ich aber noch sagen möchte, der John Ioannidis ist einer der 10 meist zitierten Wissenschaftler und er sagt seit dem Anfang ganz klar, wie gefährlich als Covid-19 ist, aber er hat die Aussage gemacht und zwar wissenschaftlich beleidigt, dass es gleich gefährlich ist, eben wie die tägliche Autofahrt zur Arbeit. Und was aber auch du eigentlich da gerade sagst, eben wieso muss sich zum Beispiel ein Wolfgang Wodarg über Telegram-Kanal äußern? Weil er zensiert wird, weil er diffamiert wird, auch vom Schweizer Fernsehen. Er hat uns dort mal bei der Schweinegrippe eigentlich noch gerettet, oder? Und jetzt einmal haben sie dann einfach von Anfang an total diffamiert. Und ich glaube, man kann jetzt im Nachhinein sagen, er hat eigentlich nichts Falsches gesagt gehabt. Aber wir haben wirklich eine krasse Zensur momentan. Also YouTube zum Beispiel tut sich da rausnehmen, dass die Wahrheit bestimmt, oder? Sie sagen zum Beispiel, es darf niemand auf YouTube behaupten, Masken könnten schädlich sein, obwohl es im deutschen Arbeitsgesetz steht, so eine FFP2-Maske darf man maximal 75 Minuten tragen, weil es sonst zu Schäden führt. Zum Beispiel Pilz. Jetzt habe ich halt wieder, es tut mir leid, ein Beispiel. Jemand, den ich weiss, aus erster Hand, hat eine FFP2-Maske getragen. Sie ist ohnmächtig geworden beim Arbeiten, vom Krankenwagen abgeholt worden. Während der Fahrt ins Spital noch müssen reanimiert werden, hat Herzstillstand gehabt. Und das war eine Pilzinfektion in der Nebenhöhle. Ganz klar von der Maske, sagen sie im Spital. Und das ist kein Einzelfall. Aber das wird auch total totgeschwiegen, oder? Von dem hört man nichts. Zwei Sachen. Das eine ist, wir haben also das Präventionsparadox, also von dem haben ja alle schon gehört, oder? Also jetzt haben wir also eine relativ tiefe Sterblichkeit oder eine relativ tiefe Krankheitsquote und das liegt natürlich daran, dass man die Massnahmen macht. Wenn man jetzt zurück zur Normalität geht, weiss man nicht, was das ganz genau bedeutet. Es kann sehr wohl sein, dass einfach die Ansteckungen steigen, die schweren Krankheitsverläufe mehr kommen, es kommt die ganze Delta-Variante, Omega und so weiter. Zurück zur Normalität gibt es in dem Sinn nicht, man kennt sie nämlich nicht. Also man kann nicht zu etwas herangehen, wo man gar nicht weiss, was genau kommt. Das ist das eine. Und das andere ist, was mich stört,
ständig eigentlich in dieser ganzen Diskussion, ist, dass man quasi beim Tag Null irgendwie, sagen wir jetzt mal Mitte Januar 2020, die Diskussion anfängt. Dass wir aber ein Gesundheitswesen haben, das in den letzten 20 Jahren zusammengestrichen worden ist, das privatisiert worden ist, wo schlussendlich das Personal abgewertet worden ist, der Job der Leute, die in der Pflege arbeiten, die Knochenarbeit machen in der Pflege, rein, wo nicht zuletzt auch eure Parteien immer an vorderster Front mit dabei sind, wenn es darum geht, Löhne zu kürzen oder Löhne niedrig zu behalten. Es sind ja auch vor allem Ausländer, die Arbeit machen. Denen muss man ja nicht speziell schauen. Die nehmen uns, die machen ja nur Puff in der Schweiz. Und die ganze Diskussion, die man seit 20, 30 Jahren führt, der sogenannte Neoliberalismus, dass man Gewinn privatisiert und Verlust dem Staat aufbürdet, das ist eine Konsequenz aus dieser ganzen Pandemie heraus, die man müsste eigentlich erkennen, ist genau das, dass das dass man eigentlich genau auf das angeschafft hat, dass unser Gesundheitswesen nicht mehr in der Lage ist, irgendwelche Peaks zu absorbieren. Und dort höre ich nichts von euch. Also wenn die Pandemie vorbei ist, dann geht alles wieder genau gleich weiter. Dann werden wieder die Tieflöhne werden noch tiefer angesetzt. Man wehrt sich dagegen, dass das 1%, wo Milliarden verdient, ein bisschen mehr Steuern zahlt, um das Gemeinwesen vielleicht ein bisschen besser können, zu supporten, besser zu finanzieren, dort dann auch ein bisschen Geld reingeben können ins Gemeinwohl. Gut, jetzt müssen wir vielleicht das Kommunistenplädoyer langsam abbrechen, oder? Ja, nein, warte, jetzt. Nein, David, jetzt wird es unangenehm. Ich will noch schnell etwas, weil ich bin noch nicht so viel dran gewesen. Ist gut. Okay, es gibt einen Schriftsteller, den ich sehr schätze, der heisst Didier Eribon von Frankreich. Der hat mitten im Lockdown, das war 2020, irgendwann im Januar, Februar, wo man wirklich alle irgendwie ziemlich Panik, oder viele haben irgendwie nicht gewusst, wie geht es weiter, oder? Der hat etwas geschrieben, einen Brief aus Frankreich, und der hat geschrieben, vor wenigen Wochen ist meine Mutter in ein Pflegeheim gezogen. Als ich am Telefon mit ihr sprach, klang ihre Stimme ängstlich und verzweifelt. Man kümmere sich nicht gut um sie, sie könne nicht duschen. Ich telefonierte mit der Ärztin der Einrichtung. Sie antwortete mir, dass man, um meiner Mutter beim Aufstehen zu helfen, zwei Pfleger braucht, zwei Männer. Und da es nicht genügend Personal gäbe, sei das Duschen nur einmal in der Woche möglich. Ich möchte die Stimme all derer hörbar machen, die Opfer sind eines Systems, in dem der Profit mehr zählt als das Leben. Und ich meine, wenn du sagst, das ist kommunistisches Geschnurr, bitte, David. Ich meine, das ist genau das Problem. Mein Problem ist, ich bin ein Linker. Und ich finde, es gibt in dieser Gesellschaft eine unglaubliche Ungleichheit zwischen den Menschen. 1% der reichen Leute haben so viel, besitzen 43% vom Vermögen, das kennst du wahrscheinlich in die Saale. Und ich finde, wenn wir jetzt uns über Corona gehen, aufreiben, anstatt dass man das, das Pflegepersonal muss doppelt so viel verdienen, doppelt. Und ein UBS-Manager oder irgendein Banktyp, wo irgendwie am der muss, das ist einfach nicht in Ordnung. Und von dort her müssen wir über die Ungleichheit reden. Und die Ungleichheit ist im Fall. Und dort gibt es eben auch in dieser Bewegung jetzt von dir, gibt es ganz viele auch Leute, die irgendwie die Ungleichheit thematisieren. Die Ungleichheit, jetzt bin ich gerade fertig, David. Die Ungleichheit ist auch durch Corona verstärkt worden. Wir sind privilegiert. Ich wohne in einem Einfamilienhäuschen da irgendwo am Berg oben. Und Bigi auch Einfamilienhäuschen. Wir können den Lockdown machen. Wir können das alles machen. Und die Leute, die nicht viel, wo in dem Sinn ein bisschen die Losers sind, die haben während der ganzen Pandemie Chauffeure, Zugspersonal, Putzfrauen, all die haben weitergeschafft und haben den Laden am Laufen behalten, oder? Also eigentlich das Proletariat. Oder? Und von dort her finde ich, diese Fragen müssen gestellt werden. Und nicht, ist echt jetzt der Impfschutz nach in Israel irgendwie so, oder? Und genau diesen Ball will ich zurückspielen. Und da muss ich euch einfach verantwortlich machen. Wegen eurer Politik hat Ungleichheit zugenommen. Es sind die Massnahmen, wo genau die Niedriglohnbranche, auch wie jetzt wieder, Gastgewerbe, Hotellerie, Event, Tourismus. Es sind genau die Niedriglohnbranchen, die wieder geknebelt werden von euren Massnahmen. Ihr seid die, die Leute in Kurzarbeit schicken.
Ihr sind die, die mit euren Massnahmen die Existenzen gefährden, von den kleinen Unternehmen, genau von diesen Leuten. Und das, und darum ist man eben mal zu Risiko, dass eben ihr die sind, die jetzt die Ungleichheit antreiben. Aber darum schnell. Ich muss von David das versprechen. Versprichst du mir, wenn Corona vorbei ist, setzt du dich ein für höhere Löhne beim Pflegepersonal, höhere Abgaben für soziale Institutionen und so weiter? Versprichst du das? Ich setze mich dafür ein, dass die Leute arbeiten können. Ich setze mich ein für die Marktwirtschaft. Und sie haben sich etwas erarbeitet, haben sich irgendwo Mühe, wo sie angestellt sind, geben sich Mühe im Unternehmen als Unternehmer und ihr verbietet ihnen, die Tätigkeiten zu ausführen und schickt sie in die Arbeitslosigkeit, in die Kurzarbeit etc. etc. Und gegen das bin ich. Also ich möchte kurz noch dazwischen schalten. Nach meiner Wahrnehmung ist es nicht so einfach, das jetzt Ihnen zuzuschieben, weil der Bundesrat entschieden hat. Und es sind auch zwei SVP-Bundesräte dabei. Ihr habt euch am Anfang sehr gut verstanden. Und ich habe das Gefühl, das könnte ja jetzt auch ein Punkt werden, wo man gemeinsam in Zukunft schaut. Will nach meiner Wahrnehmung ist das ja das Anliegen, was der Bundesrat kommuniziert, dass es ihm um Gesundheit geht, um Gesundheit von der Bevölkerung, oder? Das ist ja der Grund für die Maßnahmen. Es sagt die schlimmste Pandemie seit langem. Das sind ja die Informationen und die Begründung für die Maßnahmen, oder? Und dann ist es für mich unverständlich, wenn ich sehe, dass die Anzahl der Intensivbetten in dieser großen Krise abbauen worden ist, von etwa 800 Intensivbetten, dass Spitäler geschlossen werden. Ich habe jetzt mitbekommen, allein in der Ostschweiz sind offenbar 3 Spitäler geschlossen worden und es sollen weitere 2 geschlossen werden, jetzt in den letzten Jahr, anderthalb Jahren. Und es sollen noch 2 Spitäler geschlossen werden. Und da ist für mich eine Diskrepanz, wo ich sage, da kann ich dem Bundesrat nicht glauben, oder? Wenn er herstellt und sagt, er muss wegen der Gesundheit der Bevölkerung die Maßnahmen machen, die Spitäler sind wieder voll und gleichzeitig komme ich mit über, dass quasi abbauen wird. Und offensichtlich ist bei den Spitälern in der Ostschweiz Entlassungen fürs Personal, oder die wissen nicht, ob sie nachher noch weiter schaffen. Das ist doch eine Diskrepanz. Warum könnte man da nicht quasi der Blick. Ja, aber die Spitäler unterstehen ja nicht dem Bundesrat. Die Spitäler sind in der Regel unterdessen alle privatisiert. Das sind alles AGs. Und die AGs sind dem Profit verpflichtet. Da hat es Verwaltungsräte, da muss ein Gewinn erwirtschaftet werden. Und wie macht man am besten Gewinn? Indem man das Personal entlässt. Personalkosten ist immer der Kostentreiber in der ganzen Gesundheit. Ja, das ist jetzt ein bisschen sportlich. Also die Kantone haben einen Auftrag vom Bund, für genügende Kapazitäten zu sorgen und die AGs sind sehr oft eben im Besitz von den Kantonen, zum Beispiel das Universitätsspital Basel, das weiß ich jetzt, weil ich gerade von Basel bin, ein anderes Spital in Basel sind im Besitz vom Kanton und selbstverständlich gibt es so Leistungsaufträge, die nie gehalten werden. Also auf zum Donner. Einfach nur schnell, Covid wird nie fertig sein. Der Virus ist schon immer da gewesen, mindestens die letzten Jahrzehnte nachweislich, und er wird auch immer bleiben. Also von dem müssen wir uns einfach mal verabschieden, das geht nicht weg. Und nochmal gerade das Wort zu der Spitalauslastung, das wird immer wieder gesagt, man redet immer wieder von Überlastung, das stimmt einfach nicht. Das BAG hat eine sehr gute Statistik, wir haben eine Auslastung von den Spitalkapazitäten von unter 80% permanent über die letzten anderthalb Jahre, auf der BAG-Seite kann man es suchen. Es hat jetzt die letzten Wochen eine Auslastung mit etwa 4% positiv getestet. Oder? Das muss man einfach sehen. Das ist minim. Man sieht es gerade so zunder Schunde. Und das ist einfach, die restlichen 70-80% sind nicht positiv. Oder? Das ist minim, was die Auslastung von der Spitalkapazität ist. Und wie gesagt, man hat es von 1550 auf etwa 850 Intensivbetten abgebaut. Du hast gesagt, das hört nie auf. Also ich bin eigentlich optimistisch. Ich bin auch nicht ein ängstlicher Mensch, obwohl ich jetzt bei denen bin, die da Covid muss gehen. Ich habe eigentlich nicht Schiss. Und es schießt mich auch an, irgendwie die Masken anzulegen. Und ich bin letztens im Flugzeug
Entschuldigung, Biggi, im Flugzeug hockt. Und dann nachher habe ich, immer wenn die Stewardess kam, ist, habe ich die Maske aufgetan. Und sonst habe ich sie ja unten gehabt, weißt du? So, es schießt mich auch an, aber ich will nur sagen, ich bin überzeugt, in einem Jahr, das ist vorbei. Ich bin überzeugt, es ist ja jetzt schon fast vorbei. Du musst mal schauen, was jetzt alles läuft. Ich bin im Filmfestival Locarno gewesen, bin auf der Piazza gesessen mit 5000 Leuten, oder? Natürlich mit einem Zertifikat. Es gibt irgendwie Partys, es gibt riesige Veranstaltungen. Also, wir sind ja am Öffnen, wie verrückt. Aber dann kommt dann wieder vielleicht eben der Bundesrat, der sagt, ja, vielleicht nicht zu viel und nicht schnell, aber also wir können in einem Jahr können wir abmachen und dann können wir miteinander irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr an Partys geht oder woher, oder irgendwie, ich bin sicher, das ist weg, das ist vorbei. Aber ihr müsst euch impfen lassen. Ich habe noch nie so viele Leute getroffen und umarmt wie innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Und ich habe nicht eine Sekunde Angst vor Covid-19. Ja, aber was hat jetzt das damit zu tun, wie unser Gesundheitssystem aufgestellt ist? Ich meine, ich glaube, die ganze Diskussion, die wir zum Covid herumführt, führt ein bisschen auf ein Nebengleis, indem man sich jetzt so wahnsinnig reifert über einen Zustand, den wir jetzt haben. Und nochmal, ich sage es nochmal, wir sind in einem Prozess, wir sind in einer Geschichte, die hat schon vor 10 Jahren stattgefunden, die Geschichte, und schon vor 20 Jahren, und wir werden die nächsten 10 Jahre in dieser Geschichte weiterleben. Und wir müssen, und Covid ist einfach eine Momentaufnahme, wie der Christian ja sagt, sie ist direkt... Du kannst aber das Fass nicht abhalten, wenn du anfangen willst, es tut mir leid. Ich wäre froh, du würdest mir den Raum geben. Das ist auch ein typisches Verfassungsrecht im Fall. Und ich glaube, das wäre wichtig, oder? Wenn wir anfangen, über den Moment auszudenken. Der Moment ist eklig, wie du sagst, es schießt alle an, mich auch. Ich gehöre nicht zu denen, die Freude hat an diesen ganzen Sachen. Und ich habe immer gesagt, durch etwa 80% safe, 100% bringe ich nicht an, weder mit meiner Art, wo sehr alle Leute antöpeln, noch mit meiner Lebenseinstellung. Und das ist das Thema. Wir müssen über das hinwegschauen. Ihr kämpft jetzt einfach gegen das Gesetz. Ja, das ist ja toll. Und dann kommt das halt nicht durch. Und es wird sich gar nicht viel verändern. Man will einfach irgendeinen Umgang müssen finden mit dieser Situation und mit oder ohne Gesetz. Aber wirklich wichtig ist, was kommt danach? Und dort höre ich von euch null und nichts. Und gerade, also für einen Urkantonvertreter erwarte ich das auch nicht unbedingt, aber von einem SVP-Jungmeister da, schweizerischen Jungmeister, SVP, erwarte ich einfach, dass man weiter denkt als über einen Moment aus. Ja, also du hast jetzt da gesagt, oder, ja, es ist ein bisschen mühsam, aber eigentlich ist es noch gemütlich, der Bundesrat soll doch jetzt ein bisschen sagen, ob man ins Restaurant darf oder nicht. Und so. Entschuldigung, das ist eine massive Verharmlosung. Du gehst einfach überhaupt nicht auf das ein, was ich sage. Wir haben Milliardenschulden, wir haben überfüllte Psychiatrien, wir haben Junge, die in ihrer Ausbildung gestört sind, wir haben eine schwierige Arbeitsplatzsituation. Mit Ausweitung vom Covid-Zertifikat wird das Gastgewerbe 40% Umsatzeinbußen machen, Kurzarbeit wird wieder zunehmen, etc., etc., etc. Und du nennst das alles, ist ein bisschen gemütlich, ein bisschen mühsam, die Maske oben runter haben. Das ist eine Verharmlosung von der Situation. Und all die negativen Sachen, die sind gesichert mit den Massnahmen vom Bundesrat. Der Nutzen von den Massnahmen vom Bundesrat ist nicht ersichtlich. War noch nie, ist es nicht und wird es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch nicht sein. Und selbstverständlich haben wir eine Perspektive für die Zukunft. Und das heisst, ein pragmatischer Umgang mit dem Virus. Das heisst, ich bin wieder selber für meine Gesundheit zuständig. Ich brauche keinen Bundesrat, der mir sagt, ob ich 3, 4 oder 5 Leute bei mir daheim haben darf, ob ich im Restaurant draussen oder drinnen sitzen darf. Das kann ich selber entscheiden, weil ich bin selber für meine Gesundheit zuständig. Du weißt aber das auch, das Prinzip, dass ja der Bundesrat durchaus auch Kompetenzen dann wieder in der Umsetzung von diesen ganzen Empfehlungen und Massnahmen, die er da verfügt hat, den Leuten wieder zurückgegeben hat, weil niemand, die Polizei ist nicht zu Wetzigen rumgelaufen und hat geschaut, ob an meinem Suppen zu Nacht 5 Leute oder 10 Leute oder 15 Leute dort sind. Ich glaube, man hat sich in diesem Rahmen hinein, wo verfügt worden ist, relativ frei können bewegen. Und ich gebe dir recht, es hat natürlich Verlierer in dieser ganzen Geschichte, das ist ja klar. Aber wir haben immer schon Verlierer in unserer Gesellschaft und die interessieren euch auch nicht wahnsinnig. Und
ich finde einfach, ich gehöre zu denen, die sich tatsächlich halt immer wieder mit der Situation von Menschen, die sie in dieser Gesellschaft nicht so einfach haben, die Verlierer sind, die weniger Recht haben, die weniger zu sagen haben, die sich weniger gut können vertreten können, habe ich halt einfach ganz einen anderen Bezug dazu. Darum ist also, das für mich jetzt nicht so eine Moment. Darum ist das einfach für mich nicht so eine außerordentliche Krise, ja, wie sie du jetzt aufspielst, sondern es ist ein Normalzustand, dass wir ganz eine breite Gesellschaftsschicht haben, die ständig zu den Verlierern gehört. Ich würde gerne noch die Frage nochmal von Vicky aufgreifen. Du hast ja sehr klar Stellung bezogen, dass, was jetzt die Massnahmen betrifft. Aber die Frage quasi, wie geht es danach weiter, oder ist das Leben vorstellbar wie vorher? Oder in welche Richtung wird das gehen? Weil es ist ja jetzt im Prinzip alles durcheinander gewirbelt. Wie siehst du das in Bezug jetzt auf die ganze Spitalsituation? Weil ich meine, das, was man gemacht hat, ist ja den Krankenschwestern und Ärzten Beifall klatscht. Aber ich habe nirgendwo jetzt gesehen, dass die Forderung laut wurde, dass sie mehr Lohn überkommen, damit ihr gesellschaftlicher Status steigt, dass das Interesse größer wird oder dass man das im Bewusstsein hat. Ich habe jetzt nur den Vergleich zu Deutschland, wo ich weiß, dass die Politiker und die Polizisten in Corona Zuschuss überkommen vom Spital. Personal ist mir das nicht bekannt. Ja, jetzt wird Biggie jubeln. Wir haben in Basel im Grossen Rot darüber abgestimmt, ob es einen Corona-Bonus für das Gesundheitspersonal geben sollte. Und das wird jetzt freuen. Ich bin dort dagegen gewesen. Warum? Ist das Gesundheitspersonal, sind das die einzigen Leute gewesen, die in dieser Branche gelitten haben? Sind das die einzigen Leute gewesen, die Strapaz auf sich haben müssen? Nein. Es gibt so viele andere Branchen, so viele andere Leute, die genauso gelitten haben, die es genauso verdient haben. Und darum hat ich das jetzt unfair gefunden, wenn man jetzt sagt, ja, ihr gehört zu den Gewinnern, ihr gehört zu den Verlierern. Man hat dann auch noch innerhalb vom Spital müssen sagen, ja, die schon, Privatspitaler nicht und so. Und das tut also, mir jetzt nur schnell, nicht richtig. Du redest jetzt wieder von der momentanen Situation und du redest nicht von der Zukunft. Wo steht das Gesundheitswesen in 10 Jahren? In 10 Jahren, also ich glaube, das gehört jetzt einfach auch nicht zur Diskussion, oder? Weil sonst. Ja gut, könnten wir öffnen, die Diskussion, aber ich glaube, es bringt es nicht. Wie ist die Situation in den Spitälern? Es ist tatsächlich so, am Anfang hat man sehr viele Betten bereitgestellt, wo man gesehen hat, die Krise kommt, hat man auf 1500 Intensivbetten, dann ist man auf 1100 Arbeitszimmer, sind wir bei 850. Jetzt wird aber gesagt, im Moment, ja, die Spitäler wären voll. Erstens mal, die Kapazitäten kann man erhöhen. Sonst hat der Alain Berset nicht der Kanton gesagt, erhöht jetzt wieder die Kapazitäten, weil man tut die tatsächlich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, abbauen aus Kostengründen. Es ist nicht rentabel, mehr Kapazitäten zu unterhalten, wenn du nicht mindestens 80% Auslastung hast. Das ist einfach nicht rentabel und darum macht es auch Sinn, die abbauen, wenn nichts ist. Und jetzt sagt Alain Berset, tut die Kapazitäten wieder erhöhen. Auch Ruth Humbel, das ist Präsidentin von der Nationalrätlichen Gesundheitskommission, hat auch gesagt, ja, eben, aus Kostengründen ab und jetzt soll man bitte wieder die Kapazitäten erhöhen. Jetzt, weiterer Punkt zur Überlastung der Spitäler jetzt. Wir haben jetzt halb so viele Covid-Patienten wie in den letzten beiden Wellen. Halb so viel. Bei den letzten beiden Wellen wissen wir, dass Kapazitäten ausreichend gesehen sind. Das ist Politik, Einhellung, der Meinung, jawohl, Kapazitäten sind nie gefährdet gewesen. Ich habe dazu sogar den Regierungsrat, bei uns in Basel-Stadt, Lukas Engelberger, das ist ja auch noch der Präsident von der Gesundheitsdirektorenkonferenz, habe ich befragt, er gesagt, Herr Engelberger, warum haben Sie die Spitalkapazitäten nicht erhöht in dieser Pandemie? Da hat er gesagt, Herr Draxler, hören Sie Ihre, oder schon offizielle Regierungsantwort gewesen, Herr Draxler, hören Sie Ihre Frage, ist falsch. Zu keinem Zeitpunkt während der Pandemie sind im Kanton Basel-Stadt Kapazitäten je gefährdet gewesen. Oh, danke. Danke. Nein, überhaupt nicht wegen der Massnahmen. Sie können vergleichen. Tschechien und Ungarn haben die härtesten Massnahmen gehabt, die härtesten Lockdowns. Sie haben weltweit die höchsten Zahlen bei Fällen, bei Hospitalisierungen und bei Tod. Und wir haben Länder wie Schweiz und Schweden, die eher gemäßigte Massnahmen hatten, haben unterdurchschnittliche Zahlen. Es hat überhaupt keine Korrelation. Das ist frei erfunden. Auf jeden Fall, Spitalkapazitäten sind jetzt in der Hälfte von dem, von der,
Covid-Fälle auf den Intensivstationen sind jetzt auf der Hälfte von dem von der letzten, letzten Welle. Schon in der letzten Welle sind Kapazitäten gewährleistet gewesen, dann werden sie jetzt auch ganz sicher auch sein. Es ist einfach einmal mehr Panikmacherei, man kann es nicht anders nennen. Und auch Verschiebungen zwischen den Spitälern hat es schon immer gegeben. Das ist normal, das ist Usus. Das wird so gemacht. Und übrigens, wenn sie jetzt voll wären, Spitäler, wie kann man denn 80 Leute aus dem Ausland jetzt repatriieren? Wir kommen jetzt auf einmal 80 Leute hier anholen, wenn da alles voll ist. Das ist ganz einfach. Man erhöht auf Kapazität um 80 und dann können 80 Leute mehr kommen. Und darum funktioniert es auch. Das ist ganz einfach. Aber Kapazitäten hat es ja verschiedene. Das eine sind Betten, oder? Also die physischen, infrastrukturellen Kapazitäten und das andere ist Personal. Und ich weiß nicht, ob man sich über das hinwegsetzen kann, wenn das Personal öffentlich sagt, hey, es ist nicht mehr lässig in unserem Job. Und irgendwie nach 5 Jahren, ich weiß doch nicht, wie viel Prozent, 20-30% ihren Job schon wieder an den Nagel hängen, weil es einfach unmögliche Arbeitsbedingungen sind in diesen Spitälern. Also ich glaube, das muss man einfach berücksichtigen. Und es ist einfach nicht alles erfunden. Beziehungsweise, wenn es ja so ist, also ich meine, ich tue neue Empfehlungen, alles ablehnen, es ist alles gar kein Problem. Ihr steht dann sicher auch an, falls es dann doch noch ein Problem gibt. Und das, um zu diskutieren, ist auf eine Art müßig, oder? Ich finde, da hat ja jeder die Freiheit, sich für oder gegen das Gesetz zu entscheiden. Ich muss da nicht irgendwelche Botschaften vertreten. Ich weiss einfach, dass wahrscheinlich anzunehmen ist, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass nicht alles in Butter ist, so wie ihr das jetzt hier verkauft. Und das, finde ich, das gefällt mir. Wahrscheinlich anzunehmen ist. Einmal, also ich würde einfach, wenn man wirklich in einen Diskurs geht, dann geht es doch darum, dass man zusammen anfängt zu evaluieren, was ist wirklich und was ist nicht. Und das macht ihr nicht. Ihr hockt einfach auf euren Meinungen und es geht darum zu gönnen, dass das Gesetz abgelehnt wird. Und das ist, das finde ich, einfach ein Problem generell in der politischen Diskussion. Gut. Aber da darf ich jetzt antworten. Jetzt will sie jetzt so manchmal drinnen reden. Ja, er darf. Ich möchte, Moment, muss man mal ein bisschen zurück. Moment, schnell bitte. Genau. Wir haben jetzt kurz vor 13:30, es ist, glaube ich, abgemacht, wir haben noch 5 Minuten. Und nachher kommt das Publikum drauf für Fragen, da kommen ja dann vielleicht noch bestimmte Themen. Ich möchte jetzt gern, so wie am Anfang jeder kurz die Möglichkeit gehabt hat, zu sich etwas zu sagen und zu der Thematik, jedem nochmal kurz das Wort geben für ein abschließendes Votum. Man kann ja nochmal Bezug nehmen auf ein Votum oder auf eine Meinung, aber dass einfach jeder jetzt nochmal kurz drauf kommt. Frage ich, ist das für dich jetzt schon wie ein abschließendes Statement gewesen oder möchtest du die Möglichkeit auch noch haben? Ich möchte auch noch. Gut. Okay. Glaub, ja. Für mich ist es das Relevante, dass man Covid in einem Kontext sieht und nicht als ein rausgelöstes Problem, wo man jetzt das und das muss machen und dann ist alles gelöst. Wir sind in einem Zeitstrahl rein und irgendwann wird Covid ein Teil von unserer Geschichte sein und ich glaube, es hilft, wenn man sich bewusst ist, dass das eben nicht einfach so ein Blatterin ist, wo man kann rauskicken aus unserem System und dann ist alles erledigt. Wenn ich vorhin gesagt habe, du hast gesagt, vermutlich, wahrscheinlich, und das höre ich immer von den Massnahmenbefürwortern. Sie vermutet, wahrscheinlich, und wir wissen es nicht, das höre ich immer. Und ich höre immer bei den Massnahmenkritikern, dass sie eben die Statistiken anschauen, dass sie die Zahlen kennen. Und das ist der grosse Unterschied, den ich feststelle. Ich bin relativ neu, eben seit einem Jahr jetzt ein bisschen aktiv und mich hat dazu bewogen, weil es einfach, für mich ist das unglaublich, dass der Bundesrat allein über alle unsere Leben entscheidet, wegen so einer Krankheit, die nicht außergewöhnlich ist für den allergrössten Teil der Bevölkerung. Oder? Eben. Und das da immer mehr eingegriffen worden ist, ist mir einfach erst jetzt bewusst worden. Das ist, die letzten Jahre ist das immer aufgefahren worden, nur mehr Gesetze, nur mehr Einschränkungen und jetzt ist es einfach schon irgendwie explodiert. Das hat mich dazu bewogen, mich da zu engagieren, dass wir eben wieder in eine andere Zukunft kommen, wo wir mehr Eigenverantwortung haben, wo
Selbstbestimmung wieder grösser geschrieben wird. Aber natürlich auch mit Verantwortung, oder? Die muss jeder für sich selber tragen und auch für sein Umfeld natürlich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man wieder ein bisschen dort ankommt und ein bisschen von dieser Übrigensgläubigkeit wegkommt, dass jeder sein Leben kann selber gestalten und selber bestimmen. Super. Ich würde gerne David zuerst und dann hättest du. Das heisst, okay. Du verzichtest drauf. Nein, du hast schon ein bisschen wild geredet, aber weißt, wir haben ja keine Uhren. Weißt du, in der Arena tut es am Laufen. Irgendwann sieht man jetzt, aber ist ja gleich. Das haben wir überlegt und dann haben wir gedacht, wir schaffen das ohne. Okay. Ich will nur noch zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich finde euch zwei recht unterschiedlich. Das ist jetzt so ein bisschen gemein. Ich finde, du bist besorgt um deine Freiheit. Und du bist ein Politiker. Sorry. Logisch. Und du bist ein Politiker und du machst junge SVP-Politik, die wirklich extrem ist für meine Begriffe. Das ist als Linke habe ich natürlich ein Problem mit jungen SVP-Politik. Die ist noch extremer als irgendwie der Blocher und Matullo und der Köppel, oder? Du bist ja auch schon mal zurechtgewiesen worden von der SVP, glaubst du? Weil die irgendwie nicht. Das ist wirklich. Moment, ich möchte kurz. Weil er hat nicht mehr die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ja, gut, okay. Gern wie einen Schluss noch zur Thematik, bitte. Ich möchte einfach sagen, dass es in dieser Corona-Massnahmen-Kritikergruppe ganz ein breites Spektrum gibt von Menschen. Ganz breit. Da sind Anthroposophen drin, da sind alles Mögliche, da sind Esoteriker drin, da sind alles. Und dann ist auch noch, und das wirft, ja, und das. Genau. Und ich finde, das muss man irgendwie versuchen, ein bisschen differenzierter anzuschauen, wie da die verschiedenen Leute in dem Sinne sind. Und ich möchte einfach nochmal als Letztes nochmal sagen, und du tust jetzt eigentlich auf das aufhocken, oder? Du hockst auf die Volksbewegung auf, populistisch, oder? Ja, nein. Ja, aber das ist jetzt mein Eindruck. Ja, das ist jetzt einfach mein Eindruck gewesen, oder? Das ist mein Eindruck gewesen. Und sonst, ich glaube, es kommen noch Fragen dann. Irgendwie Freiheit und Solidarität wäre auch noch ganz ein wichtiger Punkt, oder? Wie weit ist Freiheit und wie weit ist Solidarität? Und wie hängen das zusammen? Aber, ja, gut. Dazu sind wir jetzt leider nicht mehr gekommen, im gemeinsamen Austausch, aber die Möglichkeit besteht. Wir würden jetzt 5 Minuten Lüftungspause machen. Und danach wäre die Möglichkeit für euch, Sie, noch Fragen zu stellen. Danke. So, ich denke, wir haben hier eine recht interessante und angeregte Diskussion gehabt. Ich bin sehr froh, dass wir die in diesem Rahmen haben können halten, dass es auch, ich sage jetzt mal, dass man sich nicht in die Haare gekommen ist oder so, auch wenn man sich da nicht gleicher Meinung ist. Die Corona-Diskussion, ja, viele von uns sind von der sehr stark strapaziert worden. Sie hat polarisiert, frustriert. Trennt, gespalten, aber auch vereint und vieles mehr. Viele möchten am liebsten eigentlich gar nicht mehr darüber reden, aber genau das machen wir heute Abend nicht. Ich möchte Sie jetzt einladen, dass Sie Ihre Fragen, Anmerkungen oder Anregungen können anbringen können. Und ich bitte Sie, bleiben Sie fair gegenüber jedem, der da oben auf dem Podium sitzt. Bleiben Sie so fair, wie Sie es auch würden verlangen, wenn Sie selber würden da oben sitzen. Wer möchte sich da gern zu Wort melden? Wer hat eine Frage? Guten Abend miteinander. Erstens mal möchte ich danken, dass endlich einmal eine Diskussion stattfindet zwischen beiden Seiten. Bin ich sehr froh, weil bis jetzt hat sich Gegenseite nie dazu bereit erklärt, Podiumsgespräche zu machen. Meistens ist es so gewesen, dass man 2 Tage vorher ist es abgesagt worden.
Und da möchte ich euch beiden sehr danken, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt, endlich einmal mit der Gegenseite auch ins Gespräch kommen. Und ich wünsche dir das eben auch auf Ebene von der Ärzte, von der evidenzbasierten Medizin. Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Manuel Albert. Ich habe 40 Jahre lang auf der Anästhesie Intensivmedizin und im Notfall gearbeitet. Und ich weiß, von was ich rede. Und für mich ist das ganze Covid-Geschehen eine Laborpandemie und nichts anderes. Und die Pandemie ist basierend auf einem sogenannten unsäglichen Trostentest, der nichts aussagt. Ein PCR-Test ist nicht dazu da, irgendeine Krankheit nachzuweisen, sondern ist rein für die Wissenschaft. Und man hat alles darauf gebaut. Und man hat immer gesagt, man hat durch den PCR-Test hat man nachgewiesen, dass man krank ist. Das ist nicht. Man kann durch den PCR-Test kein Virus nachweisen. Vor allem nicht, wenn man so hohe CT-Werte hat. Das heisst Durchgang. Cycle Threshold, sagt man dann. Und wenn man mit Cycle Threshold von 40 arbeitet, findet man immer irgendein Viruspartikel. Und die WHO sagt jetzt, wir dürfen bitte, könnt ihr den Ton haben? Und die WHO sagt, wir dürfen nicht über 24 Zyklen gehen. In der Schweiz macht man noch immer 40 Zyklen. Und im Moment werden, wenn man ins Spital eintritt, werden die Geimpften werden nicht getestet mit PCR, nur die Ungeimpften. Und das ist einfach etwas, was total daneben ist. Ja. Ich möchte Sie von der Gegenseite sagen. Wisst ihr, wie viel Selbstmordrate ist in der Schweiz seit dem 2020? Wir wissen es eben nicht, wie es nicht publiziert wird. Aber die Schweiz ist schon immer, bis jetzt, ist die Schweiz mit Japan zusammen die höchste Rate an Selbstmord gehabt. Und jetzt tut man es einfach nicht publizieren. Wir haben es gesagt, wir dürfen es erst wieder im 23 publizieren. Warum wohl? Durch die Massnahmen hat man sehr viele Leute in Selbstmord hineingetrieben. Darf ich etwas fragen? Ja. Also das mit dem PCR-Test habe ich auch schon gehört. Ich kann mir das vorstellen, was Sie sagen. Ich finde, wahrscheinlich muss man sich daran orientieren, sind die Leute krank und sind nicht, ob sie infiziert sind. Wahrscheinlich ist das eine relevante Größe und nicht die Infektionen. Aber was haben Sie denn das Gefühl, warum wird überhaupt zu diesen Mitteln gegriffen? Warum macht man eine Laborpandemie? Was steht denn da dahinter? Also, das ist einfach das, was sich so ein bisschen meiner Vorstellungskraft entzieht. Wieso, dass man so einen riesen Fake über die ganze Welt legen will, ohne dass es nicht einen effektiven Grund dazu gibt? Das frage ich mich auch. Und dann muss man nur schauen. Und wieder schauen, wo ist das Geld? Wo verdient man viel Geld? Und ihr von der Linken seht ja genau da. Und da bin ich mit euch einig. Es wird wahnsinnig viel Geld machen. Schaut doch, welche Aktien sind gestiegen in dieser Zeit von welchen Unternehmen. Ja, oder? Ich bin absolut. Das ist genau das, oder? Es geht nur darum, Geld zu machen und die Bevölkerung zu dezimieren. Es geht nur um nichts anderes. Und ihr werdet noch sehen, im Winter, jetzt, Herbst, Winter, ich befürchte einfach Schlimmes, vor allem die geimpft sind. Man hat keine Erfahrung mit dieser Impfung. Es ist eine Büchse der Pandora. Und es hat jetzt schon mehr Nebenwirkungen und Todesfälle durch die Impfungen in diesen 8 Monaten wie in den 20 letzten Jahren. Muss man sich vorstellen, es ist ein Faktor 80 bis 100, der zugenommen hat an Todesfällen und an schweren Nebenwirkungen. Und das sagt Mainstream-Presse sagt das nicht. Und darum würde ich wirklich begrüßen, dass endlich auch die, meine Kollegen, die auf eurer Seite sind, endlich sich der Diskussion stellen, dass sie mit den Aletheia-Ärzten, wir sind schon über 140 Ärzte dabei, endlich dort wissenschaftlich, evidenzbasiert diskutieren. Und wir haben ganz viel Literatur, wo man nachweisen kann, dass das wirklich ein Fake ist. Die Verrate, Infection Fatality Rate, von dieser Corona, die ist 0,15%. Darf ich kurz? Ganz kurz. Wir haben uns überlegt,
ob wir Ärzte mit einladen aufs Podium. Ja, das wäre sehr gut. Und wir haben das Gefühl gehabt, dass dann die Diskussion könnte einseitig verlaufen. Wir haben das gesehen nach dem Film vom Reto Brennwald, Unerhört. Oder? Da ist ja Koch. Ja, das war ganz am Anfang, gewesen, wo man ja nicht gewusst hat. Aber jetzt weiß man sehr viel. Aber dann ist der Fokus oder auf den Personen, die das medizinische Fachwissen haben. Und wir müssen schauen, ob es möglich ist, eine weitere Podiumsdiskussion zu machen, wo medizinische Fachleute könnt miteinander diskutieren. Wir haben das bewusst ausklammert, weil es jetzt um diese Gesetzesvorlage gegangen ist. Und deswegen haben wir quasi Personen eingeladen, die dazu etwas wenden und können sagen und haben den Aspekt ausklammert. Und deswegen möchte ich Sie jetzt auch bitten, ich spüre, Sie sind sehr geladen, Sie haben ein unglaubliches Bedürfnis, die Sache zu sagen. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, dass Fragen können gestellt werden, oder? Und nicht, dass Sie jetzt all diese Sachen, die sich angestaut haben, können loswerden. Es geht nicht darum. Schlussendlich ist ja die Pandemie entstanden, weil man so Angst hat. Ist es ein medizinisches Problem? Man hat alles an dem aufgehängt. An dem Fake von dem Drosten-Test hat alles da aufgehängt. Und das ist die Folge davon, ist das alles, der ganze Lockdown, die ganze Wirtschaft, die zusammengeht. Man hat alles an dem aufgehängt. Und darum ist es ja da, dass man da mal wirklich muss ansetzen muss. Und ich begreife all meine Kollegen nicht, die mitgemacht haben in dem. Und sie haben mitgemacht aus Angst, weil sie ihren Jobs sonst verlieren, wie sie von der Industrie, vor allem von der Pharmaindustrie, abhängig sind. Und da haben die, da müsst ihr mal schauen, ihr Link, da haben ihr völlig recht dort. Es ist eine verdammte Schweinerei, was die ja, ganze Pharmaindustrie macht. Wir würden uns einfach freuen um Unterstützung. Wir sind immer ein bisschen auf verlorenen Posten, wenn wir gehen. Nein, das Lobbying von der Pharmaindustrie in der Bundeshalle, das Lobbying von der Bauernverbände in der Bundeswandelhalle. Wir sind immer die, die das kritisieren und wir sind immer in der Minderheit. Darf ich noch etwas sagen zu den Mainstream-Medien, wo der Herr etwas gesagt hat? Das ist noch etwas, was immer wieder kommt, Mainstream-Medien. Also ich konsumiere Tagesanzeiger, NZZ, WOZ, Republik und habe das Gefühl, das sei ein Querschnitt von einigermaßen vernünftigen Journalisten, wo ganz bestimmt, wenn es irgendetwas gibt, weißt du, so im Stil von PCR, das ist nichts. Oder ich weiß nicht was, die würden das recherchieren. Ich meine, gerade Republik und WOZ, das sind einfach Journalisten, die ich zum Teil auch persönlich kenne, die sind gut, die lohnt sich, die sind nicht bestechlich. Oder es sitzt jetzt ein junger ZO-Redaktor dort hinten, ich glaube, der wird das auch aufgreifen. Also irgendwie, da habe ich ziemlich schnell das Problem, wenn es so eine Art wie eine, ich sage jetzt nicht Verschwörung, aber irgendwo, es ist alles so gelenkt von hinten und ich weiß nicht was. Ich kann das, und mit der Pharma, da bin ich voll mit ihnen, da können wir miteinander auf die Straße gegen die Pharmaindustrie, da bin ich voll dabei, überhaupt einfach gegen die Industrie, die Geschäft, wo Profit macht, aufgrund von irgendwelchen Sachen, da sind wir sofort dabei, oder? Also das darf man glaube ich schon noch sagen, dass ja die Medien massiv auch im Covid-19 Gesetzen unterstützt werden, oder? Dass jetzt ja auch noch die Medien noch mehr sollen unterstützt werden. Und natürlich werden die Medien nicht gegen die schreiben, die es zahlen, oder? Und meine Frage wäre dann aber, wie erklärst du dir dann, dass jetzt die ganzen Demonstrationen, die da passieren, weltweit überhaupt nicht prungen werden in den Massenmedien? Also ich nehme an, aber du weißt es gar nicht, weil es eben in den Massenmedien nicht prungen wird, oder? Das sind in Amsterdam, in London, da sind Millionen auf der Straße, oder? Aber man hört nichts von dem. Wie erklärst du dir denn das, wenn die Medien so unabhängig sind? Also ich sehe, wir haben noch ein neues Thema. Wir können auch noch ein Podium zur Rolle der Medien machen. Ich möchte gerne den Ball wieder ins Publikum genau, spielen. Ich hätte da noch eine Frage. Also, ihr habt ja die ganze Zeit gesagt, ihr seid Linke und so. Hört man mich jetzt besser? Okay, ihr habt die ganze Zeit gesagt, ihr seid Linke und so. Und das verstehe ich auch, aber ich bin eigentlich auch links. Und ich muss mich dann doch fragen, wenn ihr die ganze Zeit über Klassengesellschaft und so redet, wie kann man dann ein Impfzertifikat unterstützen? Weil, was macht das mit der Bevölkerung? Das spaltet nur noch mehr. Und das andere, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ihr redet die ganze Zeit davon, dass alles recht gelaufen ist, mehr oder weniger.
Und ich weiss, das könnt ihr auch nachschauen, auf 20 Minuten hat der Bundesrat zugegeben, dass er gelogen hat, also der Berset, weil der Brian Martin, der Kantonsarzt von Zürich, hat gesagt, dass Masken nichts nützen und dass man sie nicht anlegen muss. Und dann plötzlich hat der Berset gesagt, das hätte jetzt nur gesagt, weil sie nicht genug Masken haben. Und ich sehe das so, dass da die Regierung gelogen hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Der Brian Martin ist jetzt auch zurückgetreten. Ich weiß nicht, warum er zurückgetreten ist, ob das der Grund war. Aber ja, ich sehe da wie eine Ungerechtigkeit. Und da sehe ich doch, dass nicht alles richtig verlaufen ist. Aber ich finde es sehr gut, ich weiß nicht mehr, wie sie heissen. Wie? Bibi Obrist. Ich finde es sehr gut, dass sie erwähnt haben, dass die Spitäler jahrelang nicht finanziell unterstützt worden sind, dass die auch privatisiert gewesen sind und dass das logischerweise zu dem ganzen Problem erst geführt hat. Weil hätten wir ein gutes Gesundheitswesen, wäre es vermutlich zu dem gar nicht gekommen. Darf ich ganz schnell etwas sagen zum Klassengesellschaft, wegen dem Zertifikat. Ich meine, das ist auf den ersten Blick, wenn du sagst, jetzt gibt es zwei Klassen von Menschen, solche, die eins haben, also wir zwei zum Beispiel, haben ein Zertifikat, mit dem kann ich irgendwie überall rum, und andere haben das nicht. Aber, jetzt muss ich sagen, aber es ist für mich im Sinn von einem linken Bewusstsein noch nicht eine Klassengesellschaft in dem Sinn, dass es Leute gibt heute, die keine Chance haben, mehr als 3'000 Franken im Monat zu verdienen. Die haben keine Chance. Und das ist, genau, und das Zertifikat ist immerhin, kann jeder, der will, kann das machen. Natürlich, das ist die Frage, ob man das will. Aber man kann es machen. Es ist in dem Sinn, kannst du sagen, eine gewisse Chancengleichheit, dass alle, die es wollen, können es machen. Natürlich gibt es solche, die irgendwie mit dem Impfen ein Problem haben. Und ich will gerade noch etwas sagen. Ich bin absolut dagegen, dass die Tests jetzt dann bezahlt werden müssen. Da bin ich jetzt voll dagegen, das finde ich nicht in Ordnung, oder? Und ich glaube, nein, dass es selber bezahlt werden müssen ab Oktober, oder? Wenn du kein Zertifikat hast, dann musst du deinen Test selber zahlen. Jedes Mal, wenn du an eine Party gehst, musst du irgendwie, ich weiß nicht wie viel, ja. 47 Franken. Okay, 47, okay. Das ist einfach, das ist eine Schweinerei. Das ist schon wieder der Anfang von der Ungleichheit. Und dort würde ich dir recht geben, das ist eigentlich eine Art wie, wieder eine Frage von der Ungleichheit und von der Klasse. Also David ist... Also was aber eben total aufgeschwiegen wird, oder was die Massnahmen kosten, oder? Und da wäre ich eben doch dafür. Mal, das soll jeder selber zahlen, wieder Eigenverantwortung. Weil es ist niemandem bewusst, was die Massnahmen kosten, oder? Wenn man es so überschlagsmässig mal ausrechnet, bin ich etwa auf 150'000 Franken gekommen, pro Steuerzahler in der Schweiz. Und wären ihr das bereit auszugeben? Gut, wir sind auch nicht gefragt worden, ob wir bereit sind, das auszugeben, wo die Banken crashed haben im 2008. Ich glaube, das ist halt einfach so, dass wir hin und wieder Situationen haben, wo das Gemeinwesen gefordert ist, da einzuspringen. Das Defizit, das jetzt da im Raum steht, auch das wird sich in unserem reichen Land irgendwann ausnivellieren. Da mache ich mir keine Sorgen, auch ohne 99% Initiativen. Und ich danke vielmals für den Support. Ich finde auch, das ist ein Thema. Also das ist einfach das, was ich versuche zu sagen. Es geht nicht nur um die Momentaufnahme von Covid, sondern das steht in einem Kontext drin und wir müssen auch über den Kontext reden. Und, ja. Und zur Zweiklassengesellschaft vielleicht noch etwas. Ich habe mich ja heute vorbereitet und so ein bisschen meine Argumente versucht zu schärfen und so. Und dann bin ich darauf gestoßen, auf AIDS. Wir haben einmal eine AIDS-Krise gehabt in den 80er, 90er Jahren, im letzten Jahrtausend. Und dort ist es so gewesen, dort hat man ja nicht impfen. Man hat die Leute nicht zwingen zum Impfen. Man hat empfohlen, nehmen den Gummi, dann sind sie safer. Und dort hat es Leute gegeben, Männer, die Geschlechtsverkehr hatten mit Frauen und Frauen angesteckt haben oder auch Männer angesteckt haben mit AIDS. Und die sind verklagt worden. Also das ist ein Straftatbestand gewesen.
Und das, denke ich, ist auch etwas, was heute bei Covid halt mitschwingt, dass man halt tatsächlich sich nicht einfach kann verhalten, wie man will, sondern dass man mit einer gewissen Vorsicht muss sich bewegen in diesem Thema drin oder in dieser Situation. Ich hätte noch einen Leute, der auch noch eine Frage hat heute Abend. Dani Gamper ist mein Name. Ich möchte mal zuerst auch danken, dass wir auf der anderen Seite eben Leute haben, die sich mal getrauen, mit den Gegnern von dieser Abstimmung auseinanderzusetzen und dass man mal auf Augenhöhe kann reden. Ich hatte dann kurz Gelegenheit gehabt mit Biggie, auch einen Austausch vorher gehabt, gell? Und ich habe einfach auch noch eine Frage, die eben dann lokal das Gewerbe betrifft. Weil ich denke, heute ist noch eine Eilmeldung von der NZZ, dass eben morgen eigentlich schon klar ist, dass das die Zertifikatspflicht in Restaurant und ich glaube Theater noch und anderen Orten auch eingeführt wird. Das führt einfach jetzt einmal, alle hoffen ja, das hört gerade wieder auf, aber ob dann das wirklich aufhört, das wissen wir ja nicht. Man hat auch gesagt, wir haben einmal die Maske und dann müssen wir sich impfen lassen. Und dann, jetzt kommt schon die dritte Impfung, jetzt reden wir schon von der vierten Impfung. Und es ist immer noch eine Notfallzulassung. Wir haben keine Sicherheitsdaten, es ist eine Genmanipulation. Es ist ja klar, dass da nicht alle mitmachen und es geht ja eigentlich darum, dass das freiwillig bleibt. Und das Problem ist, eine Zertifikatspflicht oder, im Restaurant, es ist einfach keine Freiwilligkeit. Das ist ein Zwang. Und das führt zur Spaltung von dieser Gesellschaft. Und wenn die Spaltung weitergeht, führt das automatisch zu einer Parallelgesellschaft, die dort nicht teilnehmen will. Das ist nicht mehr demokratisch. Wir sind dann nicht mehr in einer Demokratie, wenn sich die Gesellschaft noch mehr spaltet. Ich möchte das vielleicht zitieren, Christoph Pfluger ist ja eigentlich da ein Vorreiter, der das angedenkt hat. Und es ist, wenn man das zu Ende denkt, oder, können wir da in ein Fahrwasser rein, wo, glaube ich, ihr nicht wollt, wir nicht wollt, aber wir sind jetzt da, um irgendwo mal eine Basis zu finden und über diese Sachen nachzudenken. Jetzt meine Frage ist ganz konkret, oder? Da haben wir zum Beispiel einen Steinerbeck, oder? Der hat 200 Angestellte mit 27 Filialen. Ich habe keine Aktien dort. Aber ich weiss, es gibt einfach Problem, wenn die in die Spaltung laufen mit dem Personal, mit den Finanzen, mit dem ganzen Wirtschaftsgefüge, gibt es nicht nur er, auch alle anderen Gastrobetriebe oder dort, wo die Lieferkette jetzt in Stocken kommt, wegen dem ganzen Kabis, oder? Aber meine Frage ist, wir können ja das oben nicht beeinflussen, aber da lokal, was konkret jetzt, Biggie, was können wir da machen in Wetzikon oder Umgebung? Was könnt ihr mit dem lokalen Gewerbe machen, damit die nicht solide werden, damit das abgefedert wird? Jetzt nicht einfach die Programme, die vom Bundesrat kommt, aber was konkret können wir machen als Menschen, wir, dass wir da nicht in das Fahrwasser reinkommen, wo eben unter Umständen geht das noch weiter, oder? Also nicht nur, dass wir jetzt das haben bei den Restaurant. Irgendwann kommt der Bundesrat und sagt, jetzt können wir nicht einmal mehr posten. Was machen wir denn? Was haben wir da vorbereitet? Den Notfallplan? Das wäre so eine Frage. Also ich weiss nicht, ob ich das alles beantworten kann. Aber auf jeden Fall war es ja so, dass der Stadtrat und der Marco Martino, weiss da unter Umständen genaueres zu berichten, ja, ein Covid-Kredit gesprochen hat und gesagt hat, wir sind da für Notfallhilfe, wenn sie sie braucht. Ich glaube, sie ist gar nicht so viel beansprucht worden. Ob es jetzt ist, weil es kein Problem gibt oder weil die Leute die Instrumente zu wenig können bedienen können, die sie dann braucht, mit Gesuchstellen und so weiter, das ist ja immer in der Regel alles ein bisschen kompliziert. Das kann ich nicht beurteilen. Es wäre vielleicht eine Frage, die man mal müsste stellen, nochmal müsste stellen. Ich glaube, sie ist auch schon gestellt worden. Dann, wie will man das lokale Gewerbe unterstützen? Das ist eine Frage, die beschäftigt uns auch sonst, nicht nur mit Corona. Also Sie kennen ja die Bahnhofstrasse, wo alles leer ist und das Gewerbe ein Stück weit nicht mehr funktioniert. Und es kann sehr wohl sein, dass Corona nochmal einfach so ein einschneidender Moment ist, wo
wo das Gewerbe noch weiter beeinträchtigt. Vielleicht passiert das Gegenteil daraus heraus. Das ist nämlich auch passiert, dass die Leute viel mehr lokal unterwegs sind und vielleicht weniger in Jumbo sind, sondern dort habe ich es zumindest mitbekommen, zu den Biobauern sind oder zu den Bauern sind in der Umgebung. Die Hofläden sind super gelaufen. Und wahrscheinlich ist es ein Hin und Her oder eine Balance von verschiedenen Massnahmen, die es auf der einen Seite braucht und wahrscheinlich aber auch ein, halt auch da wieder, ich wiederhole mich wahrscheinlich einfach, ein Lauf der Zeit. Ich, ja, der Steiner, was soll man denn den Steiner unterstützen? Also, wenn es dem gut geht, oder, dann findet er ja auch nicht, ich unterstütze die öffentliche Hand und gebe ein bisschen mehr von meinen Steuern her und ein bisschen weniger Gewinn. Also wenn schon, müsst ihr das wie ein gemeinsamer Entscheid sein, dass man miteinander das Gemeinwesen, wo Gewerbe beinhaltet, wo Kultur beinhaltet, wo Menschen beinhaltet, wo Familie beinhaltet, dass man dort miteinander an diesem Thema arbeitet. Aber der Steiner ist jetzt beispielsweise nicht unbedingt bekannt als einen wahnsinnigen familienfreundlichen Arbeitgeber. Ja, natürlich. Er ist eine Kette, oder? Und er ist eine Kette, die in den guten, fetten Jahren ganz viel Geld verdient hat und jetzt sind die Jahre ein bisschen magerer. Also, ja, aber er kann doch die durchtragen. Ich meine, der Steiner ist doch kein armer Mann. Ja. Ich kann Ihnen die Frage einfach nicht abschliessend beantworten, oder? Ich, wir sind ja jetzt mit drin und ich glaube, wir müssen herausfinden, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und ich meine, unsere Stadträte, wo ja, weiss Gott nicht, irgendwo links gefärbt ist gross, die sind ja im Gespräch mit den Unternehmern. Es gibt Unternehmerapero, man trifft sich, man kennt sich, man unterhaltet sich. Also meiner Meinung nach ist die Basis vorhanden, um können bei der Politik anzudocken und zu formulieren, was man dann für Bedürfnisse hätte. Man muss es halt machen. Ich bin ja nur eine Parlamentarierin und habe in dem Sinn nicht wahnsinnig viel Einfluss auf das politische Geschehen da. Vielleicht in dem Zusammenhang, was auch noch interessant wäre, was er vorher angesprochen hat, ist das Thema Parallelgesellschaft. Ich weiß nicht, vielleicht Josef, vielleicht kannst du zu dem etwas sagen. Du kennst dich da vielleicht auch ein bisschen aus, was er so für Aktionen, sage ich jetzt einmal, Graswurzel und all die ganzen Geschichten, was da momentan gerade so läuft, wo die ein oder andere vielleicht noch nicht kennen. Ja, ja, also ich sage mal, das Erschreckende ist ja eben die riesen Spaltung, oder, wo halt wirklich durch Massnahmen immer weitergetrieben wird. Oder das Zertifikat ist einfach wirklich schrecklich, oder, wie das die Gesellschaft noch weiterspaltet. Oder. Ich finde es verrückt, ich habe es in meinem Leben noch nie erlebt, dass man hätte können sagen, der ist auf unserer Seite und der ist auf der anderen Seite. Und jetzt ist das wirklich total gespalten. Ich habe das nie erlebt. Vielleicht sind wir da in der Schweiz ein bisschen anders. aber was jetzt passiert, und das ist das Schöne, eben, es sind ein Haufen Leute, ja, vielleicht jetzt ein bisschen aufgewacht, haben gemerkt, im Moment, das ist nicht schön, wenn der Staat mir einfach jedes Detail vorschreibt. Ich will wieder mehr in die Eigenverantwortung und da passieren jetzt eigentlich ja, ein Haufen Sachen, eben Graswurzel ist genannt worden, ganz viele Leute kommen auf uns zu und sagen, ja, man will wieder mehr eben so regionale Stärke, Gemeinschaften bilden, wo man sich gegenseitig unterstützt, nicht einfach nur jeder für sich schaut, da passiert sehr viel und das ist das Positive ja, für mich. Schön. Ja. Also ich glaube auch, und da sind wir auch gefordert, auch das Positive zu sehen und das Positive auch zu stärken und zu stützen. Und das ist vielleicht das, was ich dann kritisiere, wenn man sich so auf das Covid-Gesetz fokussiert und nur noch dort irgendwie am Fighten ist, dass das kommt oder nicht kommt. Das, eben, es wird mehr gefeitet, dass es nicht kommt. Fände ich es eigentlich auch schön, man würde mehr an den Gemeinsamkeiten arbeiten. Und ich habe eine Anekdote, ich finde sie eben noch gut. Ich war letztens in einer Sitzung, Kommissionssitzung, und nachher sind wir noch eins ziehen. Und dann bin ich da mit dem SVP-Kollegen vorgelaufen. Und wir haben oft heute nicht auf der gleichen Bühne.
Und dann haben wir irgendwie eben Covid und Massnahmen und so. Und dann hat er so ein bisschen gestöhnt und gesagt, oh, weißt du, meine Kollegen? Und ich gesagt, ja, weißt du, meine Kollegen auch. Und haben sie gefunden, hättest du je gedacht, dass deine Kollegen und meine Kollegen miteinander gehen demonstrieren? Und ich glaube, das ist so ein schönes Bild von dieser Gesellschaft, wo wir im Moment sind, dass sich auch neue Spaltungen auftun. Wir sind immer in der Minderheit, wenn man links ist, in der Schweiz ist man in der Regel in der Minderheit, außer vielleicht gerade in der Stadt. In den letzten 20 Jahren, ich lebe nur mit dem, dass ich immer unterliege mit meinen Argumenten. Und dass jetzt da auch mal andere Verbündete rum sind oder andere Themen, finde ich eigentlich eine Bereicherung. Gut, ich habe da noch mal jemanden, der hier noch fragen. Also, guten Abend miteinander. Das ist peinlich. Also, ich habe nichts mit Politik am Hut. Ich bin coiffeuse, ich rede mit dem Volk. Und ich finde es noch recht extrem. Also, die Frage an euch zwei ist, seht ihr dann das Ausmaß nicht? Also, ja, Frage vor mir. Also ich muss einfach sagen, bei mir, ich bin auch lange auch unsicher gewesen, ich hatte zuerst Angst gehabt, wie viele andere auch. Und dann irgendwann einmal ist bei mir der Punkt gekommen, wo ich gelesen habe, wo man geimpft hat, dass es nicht hundertprozentig erwiesen, wissenschaftlich erwiesen war, dass der Impftote von der Impfung gestorben ist. Und bei den Corona-Toten sagt man immer, er ist in und mit, an und mit Corona gestorben. Aber bei den Impftoten, das tut man immer so ein bisschen abfällig behandeln. Und dann habe ich mich angefangen, darum bemüht, um ein bisschen Sachen zu lesen, um halt wirklich Telegram, halt, weil dieser Kanal halt, es ist nicht Mainstream, es sind halt auch Wissenschaftler, die dort reden. Die kommen tatsächlich keine Plattform über. Ich habe angefangen, mit Kunden zu reden. Das Problem finde ich, die Spaltung, sie kommen 90% der Geimpften, die sagen, ich bin halt geimpft, du bist nicht geimpft, du bist nicht solidarisch, bist blauäugig. Ich finde, diese Sachen, das ist so, das hat nichts mit dem Thema Corona zu tun. Warum ist Medien? Warum tun die nur immer über, also, die Impfnebenwirkungen? Ich rede ein bisschen durcheinander. Die Impfnebenwirkungen sind so offensichtlich und so viel, die ich persönlich kenne. Ich habe so viel, also letztens eine 21-jährige Kundin, die sich gekratzt hat am ganzen Körper, bei 3 Ärzten war, sie weiss nicht von wo. Und ich habe gesagt, du bist geimpft. Dann sagt sie, ja, aber schon länger. Und dass die Nebenwirkungen sind dann etwa einen Monat länger gekommen. Klar, es sind Beispiele. Logisch. Es gibt Corona, das sagt niemand, es gibt es nicht. Aber ich habe Angst vor den Impfschäden. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich Angst habe. Jetzt darf ich nicht mehr ins Restaurant, ich muss schauen beim Reisen, was auch immer. Okay, ich organisiere mich selber. Ich habe genug Leute um mich herum. Das Problem ist ja das, dass wir uns treffen. Wir machen dann die Privatveranstaltungen, die ja auch nicht wirklich lässig ist. Seht ihr das Ausmaß nicht mit dem, wenn das angenommen wird, dann passiert ganz vieles hindurch. Es passiert einfach, es wird nicht durchgeführt. Man geht tanzen, genau gleich. Man tut sich nicht einmal mit testen. Ich lasse mich jetzt testen, fast jedes Wochenende. Es ist okay für mich. Ich tue die Massnahmen ergreifen. Aber wieso muss ich mich impfen lassen? Wieso habt ihr zwei vorher gesagt, wir sind halt geimpft, lasst ihr euch auch impfen? Das finde ich voll nicht, das finde ich nicht okay. Eine kleine Antwort zu dem. Also es ist gefährlich, die Spaltung, das gebe ich zu. Und ich merke bei mir selber auch, dass ich dann so anfange, so irgendwie so ein bisschen polizeimässig irgendwie funktionieren, oder? Dass ich irgendwie überlege, ist der jetzt auch geimpft oder nicht und so, oder? Es gibt Leute, SVP, Nathalie Rickli, oder? Die sagt, die sollen dann im Fall die Ungeimpften, die sollen dann kein Bett bekommen. Sinngemäß? Ja, ein bisschen in dieser Art. Sie sollen das Ding unterschreiben, Patientenverfügung machen, dass sie dann auch genau helfen. Und ich merke, dass ich da in mir innen hat so etwas, so der Kontrolletti. Weißt du, das, was ich eigentlich hasse, oder so irgendein Kontrolleur im Zug, der irgendwie kommt und man merkt, jetzt muss er irgendetwas ausleben.
Oder? Jetzt tut er nicht einfach seinen Job machen, sondern er muss noch ein einen draufgeben. Und das wenn ist, du ein Billett hast? Ja, zum Beispiel. Nein, es könnte sein, weißt, dass ich sage dem Kontrolleur, ich muss rennen auf den Zug und ich habe kein Billett mehr können lösen. Und dann gibt es solche, die sagen, okay, komm, lassen wir es. Oder? Dann gibt es die anderen, die sagen, ja, nein, nein. Und so. Und das ist eine gewisse Gefahr im Moment, dass es so ein bisschen die Übereifrigen gibt, wo, also ich meine, wenn du auf Facebook in meiner Blase, da gibt es so viele Leute, die sagen, die sollen jetzt wirklich, für die haben wir kein Better, nichts, die sollen nicht kommen, oder? Und so, und das finde ich einfach, das ist scheiße, das ist nicht gut. Das da sehe ich. Gut, ich habe da nochmal jemanden, der noch eine Frage hat. Gut, jetzt habe ich mir die Frage schon vorweggenommen, eigentlich mit der Nathalie Wickli. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, jetzt beim Reisen braucht man ja auch ein Zertifikat. Und das ist ja schlussendlich einfach Gesetzesgrundlage, die macht, dass man den Nachweis machen kann. Jetzt, was ist die Antwort darauf, wenn es dann kein Zertifikat mehr gibt und man zum Beispiel ins Ausland reisen und die anderen Länder so einen Nachweis würden erwarten? Die Antwort ist ganz einfach. David, oder? Nicht? Die Antwort ist ganz einfach, das Zertifikat wird einfach in der Schweiz nicht angewendet. Das kann nach wie vor ausgestellt werden, das ist überhaupt kein Problem. Da kann man genauso gut ins Ausland reisen. Eine Präzisierung. Es braucht sicher nicht das Schweizer Covid-Zertifikat, um ins Ausland zu gehen. Es geht, ich weiß nicht genau, wie viele Länder es auf der Welt gibt. Ganz viele und alle haben ihre Regelung. In der EU hat man jetzt eine Regelung, ein Zertifikat. Aber sonst gibt es ganz viele verschiedene. Ein Land sagt, du musst nur einen Test haben. Ein Land sagt, du musst geimpft und trotzdem auch noch den Test. Und es gibt ganz verschiedene Nachweise, die man muss erbringen muss. Und da kann man sich dann anpassen. Nachdem sagt man also, wir stellen fürs Impfen stellen wir etwas aus, wir stellen fürs Testen etwas aus und das, was du brauchst, nimmst du mit ins Ausland. Oder? So stelle ich mir das vor. Aber das eine Schweizer Covid-Zertifikat braucht es ganz sicher nicht. Auch schon jetzt nicht zum Reisen, oder? Also, ja, nein, das ist jetzt vorher gesehen, Tschechien, oder? Aber jetzt, wenn ich so kurz auf Tschechien bin, oder? Da haben sie dann noch etwas anderes, da hast du so eine Selbsterklärung noch müssen schreiben, zum Beispiel. Oder? Also es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Auf jeden Fall, das eine Schweizer Covid-Zertifikat braucht es nicht. Es braucht ganz unterschiedliche Sachen und da muss man einfach dann etwas entwickeln, dass du das hast, was denn jeweils in diesem Land braucht. Und das bleibt. Ja, guten Abend miteinander. Ich meinte, dass der Umgang mit einer Krankheit eine Frage der Weltanschauung ist. Ob ich eine Krankheit anschaue als etwas, das möglichst schnell muss beseitigt werden muss, dann nehme ich eine bestimmte Art von Medikament oder eben schaue, dass ich mich impfen lasse, dass ich schon die Krankheit gar nicht überkomme. Wenn ich aber die Anschauung habe, dass Krankheit etwas ist, das mir hilft oder dass ich Kräfte entwickeln kann, wenn ich sie durchmache, dann nehme ich vielleicht auch Medikamente, aber andere, die die Selbstheilungskräfte unterstützen und nicht einfach Symptome bekämpfen. Und von dem her ist das ganze persönliche Angelegenheit, wenn man mit einer Krankheit umgeht. Und ich meinte, dass es nicht Aufgabe kann sein, von einem Mehrheitsentscheid in diese persönliche Freiheit einzugreifen. Gerade so wenig, wie es ein Mehrheitsentscheid oder wie der Mehrheitsentscheid richtig ist bei der Erziehung. Es kann nicht Aufgabe sein, vom Mehrheitsentscheid zu bestimmen, wie ich meine Kinder erziehen soll. Und von dem her gesehen ist das, was jetzt geschieht, für mich einfach eine logische Fortentwicklung von einem Problem, wo wir schon lange drin leben, nämlich, dass der Staat in Bereiche eingreift, wo er nichts zu suchen hat. Warum braucht es ein Bundesamt für Gesundheit? Warum braucht es eine Stelle, wo bestimmt, welche Medikamente das dürfen zugelassen werden und welche nicht. Und wo bestimmt, welche Kontrolle, dass die Heilmittel durchlaufen müssen. Es würde mich einfach interessieren, zu dieser Frage vielleicht von jemandem auf dem Podium noch etwas zu hören. Oder zu dem Thema. Also ich kann mal zu einem Teil etwas sagen. Und das bezieht sich auch auf die Dame, die sich da vorher geäußert hat.
Ich finde auch, es ist ein Entscheid, wo jeder für sich fällen darf, ob er sich impfen will oder sie sich impfen will oder nicht. Gleichzeitig sage ich natürlich als Geimpfte, die ganz bewusst das Risiko auf mich nimmt, weil ich nicht genau weiss, wie die Impfung tatsächlich über die Jahre und Monate, Jahre, Jahrzehnte wirkt. Jahrzehnte ist vielleicht bei mir nicht mehr so angesagt. Aber gleich, ich nehme das Risiko auf mich. Und ich mache eigentlich, bin so ein bisschen der Feldversuch oder, für die Impfung, zusammen mit ganz vielen anderen. Und dort habe ich natürlich auch die Haltung, dass ich finde, ja gut, also wenn ich schon für das Risiko auf mich nehme, wäre es ja noch nicht, wenn ich dann auch etwas habe von dem Risiko. Und dort kommt wieder die Umkehrung von Ihrem Thema, ist dann, wieso muss ich weiterhin Einschränkungen haben, wenn, wegen denen, die sich nicht impfen lassen. Also das ist wieder die Umkehrung von der Fragestellung. Und das andere ist, mit der Freiheit und der Staat mischt sich ein. Ich bin Sozialarbeiterin, ich bin Gott froh, beispielsweise, dass sich der Staat einmischt bei gewalttätigen Eltern. Ich bin Gott froh, gibt es ein Gesetz, das Vergewaltigungen verurteilt und es ist... Es gibt keinen Staat, der Kinder verurteilt, die jetzt geimpft werden. Auch bei den Kindern ist das Impfen freiwillig. Und das Einzige, was der Staat mal natürlich ist. Aber da darf ich vielleicht schnell eingreifen. Aber also freiwillig, folgenlose Freiwilligkeit bei den Impfungen ist etwas, was das Aktionsbündnis fordert. Und da kann ich voll dahinter stehen. Und was jetzt einfach passiert, ist eben, dass sich die Leute einfach auf Druck impfen lassen. Das hat mir noch niemand von den Geimpften gesagt, ich habe es für meine Gesundheit gemacht. Also sage ich, ich wollte wieder reisen, ich wollte wieder das und das machen können. Aber mir hat noch niemand gesagt, er hat es für seine Gesundheit gemacht. Ja, dann kann ich Ihnen gemacht. Das jetzt aber sagen, ich jetzt auch aus gesundheitlichen Gründen gemacht habe. Einmal bitte. Jetzt bin ich rausgegangen. Aber es hat noch niemand gesagt, er hat es für seine Gesundheit gemacht. Aber sie werden... Es werden mehr und mehr einfach unter Druck gesetzt. Und das ist einfach etwas, was nicht richtig ist. Es soll jeder können selber entscheiden. Ich habe auch gelernt, eine Impfung ist eine Körperverletzung. Und, aber was ich auch wollte sagen, im Prinzip haben auch die allerwenigsten können das Risiko einschätzen, oder? Also die Abschätzung ist eigentlich Krankheit schlimmer für mich oder ist die Impfung schlimmer? Weil über Krankheit wird einfach aber nach wie vor immer noch Panik geschoben und das Risiko ist dort für alle unter 70 extrem klein. Genau. Darf ich noch schnell die dritte Möglichkeit, die man ja hat, oder? Das ist, dass man selber krank wird und so zu einer Immunisierung kommt. Und ja, also das, sorry, das kann ich jetzt nicht auch noch irgendwie. Also man hat einfach die drei Möglichkeiten und das sind sie im Moment. Und wenn ja, also wir haben da noch eine andere Frage. Also nochmal jemand, der noch eine Frage hat, gerne. Nachher müssen wir trainieren, wenn sage, etwa 9:30. Ja, hallo miteinander. Walter Schmid ist mein Name. Ich habe eine Frage wegen dem Zertifikat und wegen der Freiwilligkeit des Impfen. Man redet immer, man sei freiwillig, man kann sich einfach impfen, wenn man will, sonst nicht. Sonst muss man auf gewisse Sachen halt verzichten. Was mich jetzt aber im Moment sehr beschäftigt, ist das mit dem Thema Kind. Das bereits jetzt schon. Bus herumfahren, wo Kinder ab 12 ohne Einverständnis der Eltern sich impfen lassen können. Und das ist etwas, was Fakt ist, was sogar in den Mainstream-Medien kommt. Und da frage ich mich dann halt schon, was ich als Vater soll sagen, wenn mir die Obhut in diesem Bereich entzogen wird, wie sieht das dann aus mit der zusätzlichen Verschärfung von dieser ganzen Geschichte? Also ich denke, das ist wahrscheinlich relativ schwierig zu beantworten, aber Fakt ist natürlich schon, ich lebe ja selber im Kanton Aargau und ich weiss, bei uns ist es momentan so, dass die Eltern für die Kleinen müssen unterschreiben müssen. Also die haben versprochen, dass es momentan so ist, dass die Eltern wirklich einwilligen müssen. Die Frage ist natürlich, heute ist es so, man weiss natürlich nicht, wie ist es in ein paar Monaten. Also das BAG selber hat gesagt, dass ab 10 keine Einwilligung von den Eltern mehr notwendig ist. Also das kommt vom BAG und nach dem Gesetz, nach dem gültigen Gesetz, müsste es heute nicht machen. Das ist, darum gebe ich ihm von dem ja schon recht, aber ich denke, es ist auch extrem schwierig, auf diese Frage irgendwie zu antworten. Ich weiss nicht, ob man das nicht im Raum stehen will oder ja. Du etwas möchtest dazu sagen.
Ja, das ist so schwierig, oder? Ich meine, das könnte, ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie Impfmobile durch die Straße fahren, dann tun sie irgendwelche Kinder packen und zack und so weiter. Ich meine, aber also, es ist schwierig. Ich habe noch schnell etwas zum Staat. Das finde ich ganz wichtig, wo du gesagt hast. Der Staat ist etwas sehr Ambivalentes. Der Staat kann eine Kontrolle sein oder der Staat kann eine Hilfe sein. Also wie bei gesagt, wenn jemand vergewaltigt wird oder ein AHV, wo ein Alter quasi garantiert, sichert. Es gibt, und der Staat kann aber auch quasi Übergriff machen. Und jetzt geht es darum, irgendwie in dem ganzen Spannungsfeld irgendwie zu schauen. Und ich bin halt als, das stimmt schon, als Linke, wir sind natürlich eher Staats- gläubig, oder? Wir finden, der Staat ist im Idealfall, sind wir das alle. Das steht ja so irgendwie in der Verfassung. Und von dort her finde ich jetzt, der Staat hat ganz viele wichtige Funktionen, wenn der nicht wäre. Von ganz kleinen Sachen bis grossen, oder? Aber man muss doch sagen, wenn der Staat eindeutig falsch liegt, man wüsste, dass Kinder keine Treiber sind von dieser Pandemie, man wüsste, dass nicht daran schwerer Krankheit. Wir wissen, dass an der normalen Influenza Kinder sterben. Und zwar einige. Und das tut man total unter den Tisch her. Und jetzt sollen sich da alle Kinder impfen. Ich kann auch sagen, ich habe einen Lehrling, die sind jetzt zweimal angeschrieben worden, alle Lehrlinge. Sie sollen sich impfen. Der Bus kommt vor der Schule vorbei. Sie sollen sich unbedingt impfen. Ich habe dann eine Frage zurückgestellt. Ich habe gesagt, wer übernimmt Verantwortung? Und dann sagt der Rektor, er dürfe keine Fragen beantworten, weil es eine Anfrage im Kantonsrat. Also, und die Lehrlinge müssen nachher ein Dokument unterschreiben, offene Fragen hätten können geklärt werden. Also das ist ja schon ganz eine merkwürdige Einmischung vom Staat ins Leben der Jugendlichen. Ja, das sind so einfach... Gut, dann hätten wir hier noch eine Frage noch aus unserem eigenen Team. Mein Name ist Eik und ich habe eigentlich eine simple Frage. Und zwar, also als erstes muss ich sagen, Frau Obrist, Sie sind sehr respektlos allgemein, nicht nur Ihren Gegnern gegenüber, sondern auch dem Publikum zum Teil. Sie sollten sicherlich am Riemen riessen. Dann die Frage, ist in der Verfassung, gilt die oder gilt die nicht? Das gilt die Frage all. Kann ja jeder schnell kurz beantworten. Gilt die Verfassung noch, ja oder nein? Es sind 20 Verfassungsartikel, es sind ausgehebelt worden, wenn es der letzte anderthalb Jahre. Herr Draxel? Ja, vieles ist nur noch optional, ja. Also gilt er dann nicht komplett. Frau Oberist? Ja. Bitte das Mikrofon, das muss man tun. Jawohl, die Verfassung gilt noch. Okay, und? Ich glaube auch, dass sie noch gilt. Und ich finde übrigens Biggie super. Ihre persönliche Meinung, Sie haben Ihre persönliche Meinung. Und es gibt natürlich Männer, jetzt bin ich am Reden noch schnell. Es gibt vielleicht Männer, die es nicht so vertragen, wenn eine Frau ein bisschen grosse Röhren hat. Das hat mit dem nichts zu tun. Und es geht jetzt am. Ist gut. Nein, nicht so. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Ja. Das ist genau das, was wir von Anfang an gesagt haben, was wir nicht wollen. Einander finden, einander angreifen, das wollen wir nicht. Wir wollen hier Seiten diskutieren. Ja, aber sie geht in beide Richtungen. Okay? Gut. Also die eine Seite hat klar gesagt, die Verfassung gilt nicht mehr komplett. Die andere Seite sagt, ja. Haben Sie schon mal etwas gehört vom Diskriminierungsverbot aus dem Strafgesetzbuch? Schon, oder? Jetzt ist das Problem mit dem Zertifikat, haben wir aber Diskriminierung, ganz klar. Da kann man nicht drum herum reden, das gilt nicht. Und das Diskriminierungsverbot im Strafgesetz handelt natürlich auf der Verfassung. Also ist die Verfassung in dem Punkt schon mal ausgehebelt. Und das ist ein sehr starker Grundsatz, dass man niemanden diskriminiert. Hautfarbe, Sexualität, Religiosität, politische Meinung und. Man sagt jetzt aber anscheinend, die Verfassung gilt noch, aber man muss trotzdem ein Zertifikat haben, um an gewisse Orte hineingehen können. Das ist eine klare Diskriminierung, wenn man an gewisse Orte nicht hin kann, ohne das Zertifikat. Man sagt aber dann zusätzlich, ja, man kann es ja machen oder nicht. Das ist einfach ein billiger Taschenspielertrick, finden Sie nicht? Gut.
dann müssen wir noch für ganz viele andere Sachen testen, oder? Eben, dann müssen wir dann auch für Influenza testen und für alle anderen möglichen Krankheiten, die man irgendwie übertragen kann. In dem Fall. Also, ich sehe, es wird jetzt nochmal so richtig kribbelig und ich habe eher das Gefühl, der Abend hat sich jetzt gerundet. Wir kommen zum Abschluss und dann braucht es vielleicht irgendwo nochmal eine Fortsetzung für die Themen und Fragen, wo jetzt nicht abschließend geklärt werden. Ich möchte von meiner Seite sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ihr bereit gewesen seid, auch dass ihr gekommen seid, ihr habt den weiteren Weg gehabt. Wir haben auch sehr viele Rückmeldungen aus dem Publikum gehabt, wo sehr froh sind, dass ihr euch bereit erklärt habt, für die Befürworterseite zu kommen. Und das möchte ich einfach nochmal unterstützen. Weil wir haben ganz an vielen Orten erlebt, dass es dann entweder eben zu Verletzungen gekommen ist oder zu unschönen Situationen und dass dann viele nicht mehr bereit gewesen sind, auf so ein Podium zu kommen. Ganz herzlichen Dank, Nina Sitz. Ja, ich möchte auch mich von meiner Seite vom Aktionsbündnis für die vielen Wortmeldungen von Ihnen bedanken. Ich hoffe, wir haben die Podiumsteilnehmer nicht zu stark strapaziert. Wir haben heute Abend viele Argumente gehört für und gegen die Verschärfung des Covid-19-Gesetzes. Ich hoffe, dass die Argumente, die wir heute gehört haben, Ihnen helfen in Ihrem Meinungsbildungsprozess, aber vor allem auch in der Diskussion, in der Familie, mit Freunden, an der Arbeit oder am Stammtisch. Wichtig ist, dass man darüber redet und nicht einfach jeder denkt, ah, ich mag nicht mehr. Weil nur, indem dass man darüber redet, werden wir das Problem auch gemeinsam können lösen. Falls Sie sich für unseren Verein interessieren oder in einer von den laufenden Unterschriftensammlungen möchten mitmachen, dann bietet sich beim Ausgang vorne bietet sich Gelegenheit. Unser Verein lebt von Spendengeldern und Gönder. Jeder Zustupf ist willkommen. Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen für ihre Teilnahme und ihre Bereitschaft bedanken, sich mit den Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Und wir haben da ein kleines Präsent für Sie. Darf ich ganz schnell einen kleinen Werbeblock, nur schnell. Ich habe einen Film gemacht über tibetische Sandpapier mit meiner Frau zusammen. Und das ist eine ganz üble Geschichte, wie Sandpapier in der Schweiz behandelt werden. Und in der Kulti hier in Wetzikon ist am 19. September findet der Film wird gezeigt und anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion. Das wäre super. Und Leitung von dem Anlass, Moderation hat Biggi Obrist. Okay, danke. Gut, danke. Also, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Podiumsteilnehmern. Das ist nicht gut? Ist jetzt gut? Sorry. Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Podiumsteilnehmern mit einem wunderschönen Geschenk aus der Region, eine Spezialität von Bachtelschaf.ch. Vielen herzlichen Dank, Christian. Vielen herzlichen Dank, Biggi. Auch dir, Martin. Vielen herzlichen Dank. Du hast das wunderbar im Schach gehalten. Ich finde es ganz toll, wie du das Gleichgewicht behalten hast. Hat mir sehr gefallen. Danke. Auch dir vielen herzlichen Dank, Josef. Merci vielmals. Auch dir, David, vielen herzlichen Dank für den weiten Weg, den ihr auf euch genommen habt. Merci.